Herzlich willkommen und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Session World of Warcraft. Nicht mehr lange, dann kommt Shadowlands raus. Ich glaube, das sind nur noch 5 Wochen. Dann gibt es das neue Add-on und der Tauren-Druide hier, den ihr gerade seht, der sich gerade noch ein bisschen gemütlich macht, ist ja eigentlich mein Main-Character und darum möchte ich eigentlich auch mit ihm dann tatsächlich auch wieder die Geschichte von Shadowlands fortführen. Aktuell sind wir ja in Legion unterwegs. Der ursprüngliche Plan war ja erstmal die Story von Legion ganz gemütlich zu machen und dann Shadowlands weitermachen. Nur unerwarteterweise habe ich BFA bekommen. Tatsächlich, darum muss ich mich jetzt gerade so ein bisschen beeilen, mit dem Druiden auf Stufe 110 zu kommen, damit wir dann in BFA rein können, also Battle for Azeroth, damit wir dann von Stufe 110 auf 120 kommen können, nur damit wir dann, wenn das Addon wieder draußen ist, von Stufe 120 auf, ich glaube, Stufe 50 oder 48, ich weiß nicht mehr ganz genau, dann einfach wieder zurückgestuft werden. Aber immerhin ist dann der Druide auch ganz vorne mit dabei, weil wenn er nicht Level 120 erreicht hat bis Shadowlands, dann starten wir nicht mit Level 48 oder 50, ich weiß gerade wirklich nicht mehr ganz genau, sondern noch niedriger, das heißt, wir hätten noch mehr Arbeit zu machen. Und im Moment haben wir so schöne Buffs, gerade wie 100% mehr Erfahrungspunkte. Das sollten wir natürlich irgendwie nutzen. Ne? Und dann, wenn noch Zeit ist, werden wir natürlich wieder ein bisschen in Legion und den alten Kontinenten umeinander hetzen, um vielleicht noch den ein oder anderen Erfolg zu machen. So. Erstmal noch ein herzliches Hallo an den Chat auch noch. Ich hoffe, ihr seid gesund. Ich hoffe, euch geht es soweit ganz gut. Mir soweit auch. Ich hatte gestern endlich mal wieder einen freien Samstag. Und obwohl ich jetzt 3 Samstage in Folge gearbeitet hatte, nur, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, war ich gestern doch ganz schön K.O. Auch so unter der Woche komme ich gerade nicht zu sehr viel. Ich hatte ja auch immer versucht, unter der Woche ein bisschen WoW zu spielen und zu streamen, einfach um vorwärts zu kommen, aber da, wie gesagt, macht mir die Arbeit zurzeit der gewisse Strich durch die Rechnung. Es gibt sehr viel zu tun, wir sind gerade in der heißen Phase, aber ich denke, noch ein, maximal 2 Wochen, dann dürfte sich das auch wieder gelegt haben und dann können wir wieder viel, viel, viel mehr streamen und zuschauen und auch viel, viel mehr andere Spiele spielen. Im Moment, wenn ich jetzt gerade so Zeit habe zum Zocken, bin ich gerade eher bei Warframe unterwegs. Das ja, macht doch ganz schön viel Spaß, unerwarteterweise. Nur nach, ja, sagen wir mal, im Schnitt jetzt 9 Stunden Arbeit habe ich jetzt nicht unbedingt Lust, dann abends auch noch viel zu quatschen. Dann bin ich dann doch ziemlich K.O., wenn du den ganzen Tag eigentlich eh nur am Reden bist. Drum ist jetzt da auch die letzten Wochen nicht so viel passiert, aber macht nichts. So, also heute 3 Stunden wieder bis 18 Uhr ungefähr wollen wir jetzt einfach mal wieder so viel Erfahrungspunkte wie möglich sammeln. Wir wollen Stufe 110 werden, damit wir dann im BFA rein können, damit wir ganz schnell Stufe 120 werden, damit wir fertig sind für Shadowlands, wenn das dann rauskommt. Keine Sorge, nächsten Sonntag spielen wir dann auch schon wieder was ganz anderes. Ich habe da schon ein bisschen was im Kopf, aber da lasst euch mal noch ein bisschen überraschen. Aber jetzt erstmal wieder zurück zu WoW. Wir haben ja hier letztens ein paar unserer Helden auf die Reise geschickt, hier wieder die ein oder andere Mission zu machen. Wie wir sehen, haben sie das doch sehr, sehr erfolgreich gemacht, muss ich sagen. Perfekt. Und, was ist das hier? Ach so, ja, klar. Boah, ich war jetzt gerade verwirrt, weil ich war jetzt erstens auch wieder mit meiner Dämonenjägerin unterwegs und die hat jetzt auch wieder in Legion so eine Quest bekommen, mit der ich jetzt meinen Helden durch die Gegend schicken muss, für, wenn ich das richtig interpretiere, ein neues Kampfhaustier. Also Haustier finde ich ja irgendwie ein bisschen falsch. Pokémon darf man es ja auch nicht nennen, aber es geht halt schon ein bisschen so in die Richtung. Dann war ich jetzt ganz kurz verwirrt, dass mein Tauri hier mitmischen kann, aber nein, nein. So ist es dann doch nicht. Okay, 2 Stunden. Schauen wir mal, machen wir doch das hier mal. Da bekommen wir nämlich wieder eine Marke, mit der wir dann unserem Tauren mehr Erfahrungspunkte spendieren können. Aber da werden wir, wie es aussieht, wohl nicht hinkommen. 40% Chance nur, das zu bekommen. Ist ein bisschen wenig, aber ja. Wird auch nicht besser. Ah, ich brauche mehr
Champions. Ich merke das schon. Ja, oder das hier halt, ne? Aber dauert halt 5 Stunden. Ja, okay. Ist egal. Machen wir das einfach mal. So. Versammlung der Traumweber. Genau, da sind wir gerade dabei. Da haben wir jetzt nochmal einen Trupp losgeschickt. Wie lange brauchen der so? Ah, eine Stunde. Okay, gut, das kriegen wir hin. So, was sind unsere nächsten Aufgaben? Na, die Reinigung des Mutterbaums, die lassen wir mal aus. Das wollen wir jetzt erstmal nicht weiterverfolgen. Dazu müssen wir zur Pfeiler umsteigen, aber wir wollen ja heute wirklich schneller vorwärts kommen mit dem Leveln. Schauen wir uns doch mal hier die... Ah, warte mal, da habe ich letztens... Genau, da war ich da letztens dran. Begebt euch zum Smart Room Traumfahrt und ruft die Mächte der uralten Druidensteine an. Die Beschützer werden sich nur jenen zeigen, die ihre Verbindung mit der Wildnis unter Beweis stellen. Ja, das wäre jetzt hier die Druidenkampagne. Probieren wir das doch nochmal rasch. Ich weiß noch, letztens waren wir da ziemlich hilflos unterwegs und wusste nicht so richtig, was wir da machen müssen. Oh wow, jetzt war ich gerade voll im Warframe-Modus. Ich dachte jetzt, wenn ich hier zweimal die Umschalttaste drücke, dann sprinte ich sozusagen nach vorne, aber falsches Spiel. So, schau mal, da ist doch so ein Stein, aber wie komme ich jetzt an so einen Stein ran? Das ist mir noch nicht so ganz bewusst. Weiß nicht. Sollen wir mal... Sollen wir mal knien, oder? Schauen wir mal, ob das geht. Nee, warte mal. Befehl falsch geschrieben. Oder muss ich da... Na, da muss ich da jetzt nicht überall durch hier, oder? Ach ja, ja, ja. Geht's wieder los. Mit dem Stein der Wildheit kommuniziert. Wo ist denn dieser Stein der Wildheit? Das ist der hier. Gleichgewicht, Wächterstein, Wiederherstellung. Gehen wir nochmal zum Wächterstein. Also den müssten wir da auf jeden Fall irgendwie zusammenkriegen, oder? Mein lieber Wächterstein. War es jetzt einfach nur hinstellen oder wie? Okay, na gut. Also, wir müssen hier eine Essenz der Hartnäckigkeit von Rockmora in Nesarions Hort holen und Dagul, den Unterkönig, töten. Okay. Okay, machen wir gleich. Jetzt bin ich noch gespannt. Jetzt haben wir hier die Wiederherstellung. Jetzt schauen wir mal, jetzt bin ich mal gespannt. Wenn ich jetzt den da heile, dann erwarte ich jetzt doch irgendwie... Jawohl. Ah, verstehe. Okay, so läuft das. Und jetzt müssen wir hier quasi... Wir müssen immer... unser Modus hier wechseln. Jetzt gehen wir mal zur Wildheit. Oh, und unsere Klauen. Ah, unsere Klauen sind kaputt. Die müssten... Naja, die sind nicht kaputt. Die können wir nur nicht nutzen, weil wir jetzt keine Wächtergestalt gerade haben. So, und das hier ist auch die falsche Gestalt. Moment. So. Gehen wir mal hier in Gleichgewicht über. Jetzt haben wir hier eine wunderschöne Eule. So, und jetzt bin ich mir ziemlich sicher, wir brauchen hier Mondfeuer. Jawohl. Was? Aber ich letztens wohl wieder ganz schön auf dem Schlauch gestanden, weil jetzt kriegen wir das hier alles wunderbar hin. So, und zuletzt noch die Wildheit.
Und ihr seht schon, ne, wir kriegen hier die ganze Zeit neue Aufgaben, die uns in diverse Quests bzw. Dungeons führen werden. So. Jetzt ist hier nur noch die Frage, was muss ich jetzt hier machen, um... Muss ich echt ein bisschen gucken. Es muss hier. Da. Ah ja. Schleichen. Sehr schön. Und da haben wir natürlich die nächste Aufgabe. Sehr cool. Jetzt haben wir quasi alle Aufgaben einmal durch. Und dann mal reingehen. Druidenkampagne. Ah, schau mal da. Wir müssen jetzt überall in Dungeons reinrennen. Aber wir können auch wieder eine Aufgabe abgeben. Zum Glück. So, also wieder zurück zum Hain der Träume. Jetzt haben wir natürlich schon das Problem, dass wir so schnell nicht mehr in die Dungeons reinkommen werden, weil an sich ist jetzt kein Mensch groß unterwegs hier in Legion. Darum werden wir jetzt das einfach mal so ein bisschen einreihen, die Dungeons, in die wir da rein müssen. Und vielleicht haben wir ja nachher Glück und der ein oder andere wird sich finden, da mitzumachen. Ansonsten natürlich, sobald wir BFA betreten können, können wir auch alleine bis wir uns durch die wiedersehen. ganzen Dungeons rennen. Das ist dann überhaupt kein Problem. Lass mir jetzt noch kurz die Gestalt wechseln. Machen wir das halt so. Sehr gut. Okay, also hier können wir jetzt auch erstmal nichts machen. Wir werden, wie gesagt, uns jetzt einfach nur rasch für die ganzen Dungeons einreihen. So, jetzt. Ach Gott, wo müssen wir rein? Das Auge Azaras, Finsterherzdickicht. Ah, perfekt, wir haben alle drin, die wir theoretisch bräuchten. Oh, schau mal, es geht gleich los. Ja, Wahnsinn. Jetzt bin ich mal gespannt. Lass uns mal reingehen. Ich persönlich bin ja zwar der Meinung, es ist wesentlich effektiver zu questen, aber jetzt bin ich, schauen wir doch mal. Ich mehr lieber questen statt Dungeon machen, weil lassen wir uns mal überraschen. Das ist jetzt das erste Mal, dass ich hier als Tank unterwegs bin. Das, boah, da habe ich schon ein bisschen Angst. Das wird jetzt schon sehr interessant. Das ist das erste Mal, dass ich mich hier auf andere wieder verlassen muss. So, ganz wichtig ist natürlich, wir müssen die Agro versuchen zu halten. Es wird vielleicht nicht immer möglich sein, also jetzt für mich nicht, gerade am Anfang, weil ich jetzt das erste Mal mache. Aber ich habe so ein paar verschiedene Helferlein. Jetzt hier zum Beispiel Knurren, spottet das Ziel, damit es uns gleich angreift. Und dann haben wir natürlich noch so diverse Fähigkeiten, wo wir einfach so einen Rundumschlag machen. Der hilft uns natürlich auch, die Akku zu halten, aber ich habe hier irgendwie das Gefühl, also irgendwie ist doch hier einer voll overpowered dabei. Ja, Stufe 110 haben wir schon einen dabei. Das erklärt natürlich schon einiges. So. Weil die fallen ja hier wirklich ganz schnell um. Schau mal hier, da habe ich jetzt schon Probleme, die Akku zu halten. Aber ich bin auch gerade echt komplett neu in dem ganzen Thema. Oh, warte mal. So, was neu ist, glaube ich, alles, was hier so gelb markiert ist, da habe ich keine Agro mehr oder habe sie verloren. So. Oh, da der Drache zum Beispiel, der hat sie wieder verloren. So, jetzt habe ich sie wieder. Oh Gott. Wer hätte gedacht, dass das so anstrengend wird? Ja, okay. Nee, Schmarrn. Es geht, wie gesagt, wir haben ja hier unsere Stufe 110 Magierin, die teilt ziemlich aus, was Schaden angeht. Also, ich habe ja hier. Das könnt ihr nicht sehen, da habe ich einen kleinen Damage-Meter am Laufen. Einfach zu Gaudi. An sich ist es mir eigentlich ziemlich egal, wer wie viel Schaden macht und das Ganze, aber es ist doch immer wieder mal interessant, wo man so steht. Also mich persönlich interessiert sowas schon immer. So, ah, jetzt muss man aufpassen, genau, der Sturmdrache, die fliegen hier immer gerne mal drüber. Jetzt muss ich nur schauen, dass sobald hier einer quasi über mich drüber fliegen möchte, dass ich natürlich mit dem Boss, mit dem Heimdall hier abhaue.
gucken. Wo ist er? Ja, sieht alles ganz gut aus. Oh ja, ja. Sieht ja echt ganz angenehm aus, was wir hier eigentlich machen. So, dass ich, der wird doof. Das letzte Mal, als ich hier durchgerannt bin, da musste ich mir keine Sorgen machen. Weil die habe ich alle solo kaputt gemacht. Oder es war immer jemand mit dabei, der die solo kaputt gemacht hat für mich. So, jetzt habe ich natürlich hier eine Sache vergessen. Ich habe meinen Loot nicht eingesammelt, aber ist okay. So, halt. Zu mir. Oh Gott. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, ne? Wenn du gerade so ein Power-Magi dabei hast, der so richtig raushaut. Und du selber bist halt absolut, ja, unterequipped fast schon. Wir haben jetzt noch nicht wirklich viel gemacht. Allerdings lohnt es sich meiner Meinung nach jetzt auch nicht so richtig, bis zur Höchststufe da groß auf ins Zeug zu legen. Macht jetzt aus meiner Sicht jetzt auch nicht so unbedingt Sinn. Aber es läuft eigentlich ganz okay, muss ich sagen. Also ich hätte es jetzt irgendwie schon schlimmer erwartet. Ich bin zwar unheimlich nicht klar, es liegt aber, glaube ich, so ein bisschen dran, weil mir die eine oder andere Fähigkeit fehlt. Also mir fehlt durchaus die Fähigkeit, um hier mal die ganze Truppe in den Griff zu kriegen. Da müssen wir nachher unbedingt gleich mal schauen, weil wenn ich noch mehr Dungeons machen sollte heute, möchte ich doch einigermaßen vorbereitet sein. Also 1-2 Ziele ist ganz gut, aber das waren jetzt hier schon 5 Ziele. Bisschen viel. Mal krass, also den halben Schaden allein macht die Magierin hier schon. So, und hier, das weiß ich wieder. Da picken wir uns jetzt hier einfach vereint die Leute raus. Ja, das macht der Magier hier auch. Upsi. Zum Glück verlaufen. Bisschen zurückziehen. Das ist jetzt, wäre jetzt fast schief gegangen. Der sturm geschmiedete Wächter, wenn der auf uns aufmerksam geworden wäre, dann hätte er wahrscheinlich jetzt hier auch diese Kollegen damit genommen. Das wäre nicht so toll gewesen. So, normalerweise schmuggelt man sich dann immer auf einer Seite durch. So kenne ich das, wie gesagt. So, komm mal her hier. Ah ja, Magier. Genau, mach nur. Schau mal den Magier an. Der haut den da weg hier. Das tut dem gar nicht weh. Ja, den lassen wir aber in Ruhe. Wir haben uns jetzt auch nicht dran. Und trotzdem, mir fehlt irgendwas. Ich habe doch eigentlich irgendeine Fähigkeit. Oder sollte eine haben. Da, der Prankenhieb. Mit dem muss ich immer arbeiten, um die Bedrohung umzuhalten, damit die bei mir dranbleiben. Also das ist mein Rundumschlag im Moment. Man weiß, weil früher war das auch noch ganz, ganz wichtig, hier Zerfleischen einzusetzen. Da hast du dann quasi den Gegner immer so unter Druck gesetzt, indem du ihm da seine Rüstung auch dezimiert hast damit. Das ist alles hinfällig. So, komm mal her. Du kriegst zu mir. Und sonst bei euch alles klar. Ich hoffe, ihr genießt noch die letzten schönen Tage jetzt tatsächlich. Also ich war gestern noch so ein bisschen draußen, zumindest so weit, wie ich Bock hatte. Gestern eigentlich gar nichts gemacht. Ich war einfach so K.O. Ich hätte mir gedacht, ja, okay, holst jetzt mal alles nach, was du die letzten Samstage hast liegen lassen. Pustekuchen, ich habe rein gar nichts gemacht. Gestern lag eigentlich nur auf der Couch. Und dann hat dann noch eine Bekannte angerufen oder geschrieben im WhatsApp so, hey, hast du nicht Bock, noch ein bisschen raus und so? Und dann ich gesagt, ja, okay, komm, geh mal raus, dass ich heute wenigstens irgendwie mal draußen war. Aber sonst habe ich gar nichts geschafft. So, den Kameraden habe ich voll übersehen. Ah ja, hier, ich glaube, mit dem Mondfeuer kann ich auch immer noch so gucken, dass ich die Akku habe. Oh, ich bin, glaube ich, echt schlecht ausgerüstet. Leider doch immer wieder mal so ein bisschen Probleme mit mir. Wo es ein Paladin ist. Also. So, oh, machen wir mal bei dir weiter. So. Normalerweise sollte man jetzt natürlich auch immer gucken, dass man noch seine Kollegen da im Auge behält. Ne? Den Gemahner, gerade Heiler, ganz, ganz wichtig. Ah, doch, ich glaube, das war gut, wenn man hier drin steht. Weiß ich gar nicht mehr.
Ich muss voll aufpassen, ey. Wenn ich mir gerade so den Damage Meter anschaue. Also die Magierin macht halt einfach mal 50% Schaden. Ich bin bei 13,2 und der Heiler ist bei 5,2. Also da muss man jetzt schon ein bisschen aufpassen. Wenn mich der Heiler schnappt, das ist nicht so gut. Von da kann es sein. Ja, tatsächlich. Ein Schurke ist auch mal wieder dabei. Ich habe schon lange keinen Schurken mehr gesehen. So, wo ist meine Maus? Hier ist meine Maus. Ach Gott. Mist, hier kümmere dich mal um mich. So. Etza, komm mal her, du. Schurken ist natürlich ganz wichtig, dass der von hinten angreift, ne? Weil da macht er natürlich am meisten Schaden bei den Gegnern. Zumindest kenne ich das noch so von früher. So, irgendwas mache ich hier falsch, glaube ich. Schnell hochheilen, jawohl. Irgendwas habe ich, glaube ich, falsch gemacht, dass ich jetzt gerade so Schaden eingesteckt habe. So, aber diesmal... Oh, toll, kein Loot dabei für mich. Heute habe ich leider kein Loot für dich. Na gut, dann schleifen wir uns jetzt hier an der anderen Seite vorbei. Ich weiß immer nicht, ob das hier überhaupt notwendig ist, aber ich glaube schon, man muss hier noch da nach oben gehen, durch diese Tür und Fenrir besiegen, den Wolf. So, dich lassen wir mal in Ruhe. Okay, wer kommt da hinten angetrudelt? Ah ja. Und zwar... Oh, Hexenmeisterin, okay. So, weiter geht's hier. Komm mal her, Leute. Ich muss mal gucken, es gibt glaube ich irgendein Tool, ich glaube das sind auch Damage Meter, oder bei mir heißt es ja eigentlich nicht Damage Meter, der heißt Recount. Ich glaube die haben auch irgendwie sowas, wo dir die Bedrohung anzeigen lassen kannst, dass du siehst einfach, wo du generell so stehst. So, und jetzt schnell weiter, bevor da der andere wieder kommt. Ja, da kommt er doch schon, da kommt er schon. Nur zur Not könnte man dann auch einfach durch die Tür abhauen. Halt, halt, halt. Kommst hierher. Heute ist schon wieder abhauen, ja. Ah, jetzt ist auch der Dicke dabei. So, ich habe natürlich auch ein paar Fähigkeiten, mit denen ich den Heiler unterstützen kann. Okay, jetzt eskaliert das hier, glaube ich, ein bisschen vollkommen hier, kann es sein. Ja, da, hier geht es noch weiter. Ich habe, glaube ich, auch... Boah, muss ich auch mal gucken. Ich habe es immer noch nicht geschafft, die Rotation anzupassen. Aber ich glaube, ich habe sogar auch die Möglichkeit... Ah, jetzt kommen wir hier echt viele an. Eine Art Schrei oder so loszulassen, damit ich alle dann auf mich zwinge. Also mich anzugreifen. Ja, schau mal, jetzt machen wir hier die Gestalt von Ursorg, die Inkarnation. Erfreulicherweise niemand gestorben, aber ich, das haben wir auch nur der Magierin zu verdanken. Eieiei. Ja, gut. Müssen wir noch üben? Das erste Mal. Ah, okay, die Magierin hat sich gerade auch entschuldigt. Ich glaube, die hat gezogen, oder? Kann das sein? Ja, vielleicht. Vielleicht hat es wirklich gezogen. Der mächtige Fenrir durchstreift dieses Gebiet. Um dieses Wildtier zu töten, bedarf es Gerissenheit und List. Ein perfekter Test für eure Würdigkeit. Ah, okay. Oh, warte mal. Genau, Gestalt wechseln. Nur ganz, ganz wichtig. Schau mal hier, fast 2000 Erfahrungspunkte haben wir hierfür bekommen.
Und wir haben ja hier oben immer noch hier gewonnene Erfahrung um 100% erhöht und noch dazu sind wir ja auch noch erholt. Das sehen wir hier an den schönen blauen Balken, da kriegen wir noch mal mehr Erfahrung. Also ist schon krass, was wir jetzt hier einfach so an Erfahrung kassieren. So, du kommst gleich mal wieder zu mir. Ich habe das schon gesehen, du hast dich für andere interessiert. Oh. Oh, ja. Aber ich war jetzt hier fast gestorben. Ja, da muss einfach ein bisschen mehr aufpassen. So. Ja, krass, schau mal. Die Magierin schafft es sogar, sich noch parallel um. Wissen wir, was sind das für Viecher? Die Zornhofbullen zu kümmern. Nicht schlecht. So, da haben wir ihn doch. Fenrir. Den nächsten Boss. Attacke, dann drehen wir uns mal in die Richtung. Komm. Ah, das sehe ich jetzt echt ungünstig. Da habe ich wahrscheinlich nicht so aufgepasst, ne? Mein Fehler. Geil ist ja hier der da hinten, der interessiert sich nicht für uns. Sehr schön. So, jetzt zieht er sich erstmal zurück. Er hat ein bisschen Angst vor uns bekommen. Und wir müssen jetzt einfach nur hinterher rennen. Der versteckt sich jetzt nämlich gleich da unten bei seiner Höhle. Yes, genau. Und dann müssen wir uns jetzt hier noch mit so ein paar anderen Wölfen rumschlagen. Ah, schau, komm mal her, ja. Hey Wolf, komm zu mir. Sei ein lieber Wolf. Ah, da muss ich immer irgendwie ein bisschen an Karazhan denken. Gibt es ja auch so ein großes Theaterspiel. In der Theaterhalle. Und da gibt es eben halt auch, weiß ich, Zauberer von Oz wird dort gespielt. Natürlich ein bisschen abgewandelt. Aber ist im Prinzip das Gleiche. Finde ich echt cool. Das hat mir ganz viel Spaß gemacht. So, schon mal hier. Boah, krass. Einfach mal so weggefegt. So. Etza, noch zu dir. Diesmal machen wir es richtig. Diesmal machen gleich alle von Anfang an mit, hoffe ich. Hey, stopp, komm wieder her. Das Gefühl, du interessierst dich nicht mehr für mich. Dankeschön. Für die Heilerin hast du dich interessiert. Ah, interessant. Perfekt. Damit haben wir schon mal den ersten Teil unserer Quest. Siegen errungen, Champions. Ich erwarte euch in der Halle des Ruhms. Jo, gerne. Komm vorbei. So, irgendwie ist die Magierin ganz schön flott unterwegs. Irgendwie sind die alle flott unterwegs. Okay, kann ich auch? Kann ich auch? Katzengestalt und Sprint. Ja, ich glaube, ich werde Zweiter. Jawohl, ich bin Zweiter. Sehr gut. So, die können wir ignorieren, die zwei. Jetzt müssen wir da die 4 platt machen und dann die 2 dahinter. Warten wir noch kurz, bis wir da alle beisammen sind. Jawohl, sieht ganz gut aus. Na, komm mal her, hier. So, normalerweise wartet man auch, bevor man jetzt angreift, damit man eben genügend Zeit hat, Aggro aufzubauen. Aber. Ich glaube, der Einzige, der hier wirklich Angst haben muss, bin ich. Ich bin halt, glaube ich, echt unterirdisch. Ich habe da 144, das... Ja, gut. Ist okay. Ist jetzt aber auch nicht so mega dabei, ne? Nein, hier.
Ja, aus dem Blitz sollte man vielleicht auch noch rausgehen. Dann ist das hier auch alles nicht mehr so dramatisch. So. Ja, das habe ich jetzt doch relativ gut gemacht, oder? So, jetzt habe ich natürlich leider gar nicht aufgepasst, ehrlich gesagt, wie viele Erfahrungspunkte wir jetzt so gesammelt haben. Ach komm. Oh, den mal platt. Ich nehme die Herausforderung an, mit Freuden. Jo, dann komm mal her, du. Jawohl, Bogo, für die Horde, grüß dich. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wie geht's dir? Ich hoffe, auch gesund. Wie allen anderen auch. Ah, du hast jetzt hier kein Urteil. Komm mal her. So, jetzt machen wir mal die zwei. Normalerweise mache ich es immer andersrum, dass ich die zwei fertig mache und dann muss ich gegen die anderen zwei gleichzeitig kämpfen. Diesmal machen wir es halt so rum. So, komm mal her. Du kriegst jetzt auch hier zu mir. Halt. Halt. Stopp. Hallo. Ich bin dein Gegner. Ah, der Magier, der zockt halt so viel ab. Das ist der Wahnsinn. Hier kann er mehr Schaden machen oder was das ist. Dann kriege ich schon ein bisschen hart, ne? Ich bin relativ nah am Schurken dran. Ich glaube, wir sind alle nicht so mega equipped, muss ich sagen. So, dankeschön. Nehme ich gerne. Oder? Ja. Ja, ich nehme das mal. Ich nehme das mal, okay? Ich habe mich bewiesen, Odin. Ich bin Gottkönig Skovald. Diese Sterblichen werden mir die Aegis nicht streitig machen. Die Sieger haben ihren Anspruch geltend gemacht, Skovald. Wie es ihr Recht ist. Euer Protest kommt zu spät. Wenn sie die Aegis nicht aus freien Stücken übergeben, dann soll ihr Tod mir diesen Dienst erweisen. Gebt die Aegis auf, oder? Ganz schön fies. So, jetzt muss ich mal gucken, wann muss ich das machen? Jetzt noch nicht, ja? Ja, diese Idee ist, die schützt mich, ja? Vor denen da. Aua, aua, aua. Oh. Oh, irgendwie sind hier einige zum Erliegen gekommen, würde ich sagen. Das war wohl ein bisschen zu viel, aber das war jetzt, glaube ich, die EG. Nicht die EGs, oder? Brauche ich dafür doch gar nicht. Oder bin ich jetzt ganz tot? Oh, wow. Puh. Oh, krass. So, jetzt schaut mal an hier, ne? Meine letzten Ausrüstungsgegenstände Level 140 und das war damals gut eigentlich. Höchst beeindruckend. Ich hielt die Kräfte der Valar ja, aber, stets für unerreicht. Und das ist ganz okay eigentlich. Sind wir schon fertig? Nein, wir müssen jetzt noch Udin platt machen.
Eine letzte Prüfung erwartet euch noch. Ja, machen wir gleich. Triumphiert ihr, werde ich selbst eure Namen warte mal, ich muss kurz schauen. Den Steinrunenband, das will ich austauschen. So, ausgetauscht. Welche Siege habt ihr mir zu verkünden? Jo, sind wir ready, oder? Ja, schon ganz Erzählt gut aus. Mir von euren Kämpfen. Also gut. Geh kaputt. Seit ich keinen würdigen Gegner. Lasst den Kampf. Aber irgendwie ist meine EG ist jetzt weg. Also ich glaube, die hätte ich doch einsetzen müssen vorhin, ha? Ich werde nicht zögern. Ja, irgendwie. Okay, zu spät reagiert, aber ja. Wenn der jetzt sowas macht, dann müssen wir abhauen. Da ist ein Ding, wo man sich verstecken kann dahinter. Jetzt verstehe ich's. Ein gewandter Geist ist. Yes, cool, geschafft. Ich gebe auf. Ihr seid wahrhaft bemerkenswerte Kreaturen. Nun, Dankeschön. Wie versprochen, eure gerechte so, mega viel Geld, mehr nicht, leider. Ja, und so mega die Erfahrungspunkte. Habt ihr diesen Hallen Ehre gemacht? Hat das jetzt hier ehrlich gesagt auch nicht gebracht, ne? Nee, war jetzt nicht so. Also, ich glaube, wir bleiben beim Altbewährten. Ach so, ja gut, klar. Okay, Fehler erkannt. Wir haben jetzt nicht so die Erfahrungspunkte gemacht, die ich erwartet hätte, weil wir spezifische Dungeons machen. Wenn wir hier zufällig hätten, dann würden wir immer noch hier schöne 100.000 dazu kriegen, was echt mega Gold wert wäre, aber machen wir nicht heute. Heute nicht, jetzt können wir quasi hier den Haken rausnehmen. Allen der Tapferkeit waren wir jetzt schon und wir reihen uns mal für die anderen ein. Können die hier mal abgeben und dann kümmern wir uns mal ein bisschen um Story-Quest. Meine Wache ist ewig. So. Ich glaube, da kommen wir einfach schneller voran. So, da haben wir eine Story-Quest. Das sehen wir an dem schönen Ausführungszeichen. Gar nicht Ausführungszeichen, sondern Anführungszeichen. Nein, auch nicht. Entschuldigung. Ausrufezeichen, jetzt. Oh Mann. Bin ich aber schon verwirrt hier. Ausrufezeichen heißt das Ding. Wart ihr schon mal so verwirrt, dass ihr sowas nicht mehr zusammengebracht habt? Ah, Rabenwache, stimmt, da war was. Warum? Was passiert? Warum? Hallo? Warum machst du sowas? Voll gemein. Genau, aber ja, stimmt, da war doch was hier. Die Rabenwache, Weishara. Stimmt, das machen wir noch. Wir sind ja, wir sind ja an den Geschichtsquests dran. Das hier ist ja schon die Geschichtsquest für den Hochberg. Also zurück zur Rabenwehr. Dort machen wir jetzt ein bisschen weiter, damit wir das letzte Kapitel vom Weishara abschließen können. So, und das ist auch hier Majews Spur. Okay, also da haben wir noch ein bisschen was zu machen. Sehr schön. Sehr schön, gehen wir auch mal ein paar gute Sachen hier, ne? Ein Tuch. 153 statt 138. Das hört schon mal sehr gut an. Und jetzt geht's hier nach unten. Und jetzt müssen wir hier halt ein paar besuchen gehen. Prüft meinen Hammer. Den hier zum Beispiel. Trelan, Schildbrecher. Boah, das dauert ja ewig hier. Das bin ich gar nicht gewöhnt. Ich komme auch nicht dazu, hier mein ganzes Potenzial hier rauszuhauen. Wir haben ja hier Wutpunkte und die laufen eigentlich immer voll. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Jawohl, jetzt kommt hier ein bisschen Unterstützung für ihn. Sehr schön. Muss ich nur ein bisschen aufpassen. Und immer schön
die Hauen auf ihn haben, damit er regelmäßig Schaden erleidet hier. So, nun zu euch. Ah, schau, die gehen natürlich schneller kaputt. Sehr schön. Dann, warte mal, da sind die nächsten. So, genau. Vergebt mir, Lord Ravenholm. Ich habe euch enttäuscht. Ja, ein bisschen schon, ne? So, wir haben jetzt eine Dreiviertelstunde gespielt. Jawohl, schon mal, da geht's gar nicht. In den nächsten Dungeon. Ah, ist das fies. Das ist natürlich super ungünstig. Aber jetzt schauen wir mal. Vielleicht warten die ja. Zur Not muss ich mich halt einfach neu einreihen. Aber vielleicht warten die ja sogar auf mich. Das wäre schon irgendwie cool. Was sie wahrscheinlich auch tun werden müssen. Weil so viele Tanks und Heiler gibt es nicht. Auf dem Server hier, dass man da groß unterwegs wen finden würde. Also schon eine ziemliche Seltenheit. Dabei fällt mir ein, Bogo, wir sind ja auf demselben Server jetzt unterwegs, ne? Jetzt letztens haben wir schon drüber gesprochen, jetzt ist es mir gerade wieder eingefallen. Wir haben jetzt ja ein paar Server zusammengelegt wieder. So, ich habe irgendwie das Gefühl, dass hier auch wieder einer unterwegs ist, der etwas stärker ist. Ja, das ist so Dämonenjäger. Oder schauen wir mal, 107, 99, ja, Dämonenjäger 110 und Untotenkrieger 108. Also klar, gut, die, ja, die langweilt sich hier schon ein bisschen. So, hier ist echt was los. So, warte, alle zu mir. Aber so mag ich das tatsächlich, wenn das auch wirklich schnell läuft hier alles, dass man da jetzt nicht gut, kann immer wieder mal passieren, dass man halt wiped und von vorne rein muss, aber in Legion doch hoffentlich eher seltener jetzt. Oh, oha. Da geht einer aber ganz schön ab. So, dann kommen wir gleich zu dir. Ah, hier sind wir drin, also sehr schön. Okay, da ich muss hier lang. Warte mal, vielleicht können wir uns so ein bisschen so dran vorbeischleichen. Ist ja mal ganz, ganz beliebt, nämlich je weniger Gegner, desto schneller. So, und jetzt nicht immer allen und jedem hinterherrennen. Weißt du immer nie, wen du dann plötzlich da mitnimmst. Warte mal, wir müssten doch eigentlich hier, jawohl, schau mal, kürzen wir doch ab. Müssen wir aufpassen, ah, jawohl, das, okay, doch nicht. Ich dachte, da hätte jetzt einer die Truppe hier rechts angelockt, na, aber die hier haben sie angelockt. Gut. Könnte durchaus mein Fehler gewesen sein. Vielleicht war ich da einfach zu nah dran. Boah. Muss immer ganz blitzschnell reagieren dann. Zum Glück kann ich mich ja hier selber heilen. Warte mal, der hier darf da auch mal umfallen jetzt. So, alle überlebt. Sieht sehr gut aus, jawohl. So. Gehen wir einfach ein bisschen mit. Dann die Schaden und jetzt müssen wir da lang weiterlaufen, um zum Boss zu kommen. Schaffen wir das an denen vorbei? Jawohl. Ah, wollte gerade sagen, schaffen es auch die anderen? Nein, schaffen sie nicht. Aber nur die zwei Spinnen, okay.
Ach, das sind ja zwei. Okay, den anderen haben wir jetzt nicht gesehen. Irgendeine Fähigkeit habe ich aber. Mal schauen. Oder haue ich das... Ah, hauen wird auf alle Gegner in der Nähe. Ist sehr schön. Und ich bin Level Up 106. Sehr schön. Den Albtraum in eurem Blut. Verschwindet aus diesem Wald. So, lass mich mal da bitte durch hier. Jawohl, danke. Danke, danke, danke. So, jetzt ja. Komm mal her, du. Ihr seid es also, die diese Wälder mit dem Albtraum vergibt. Ich spüre einen mächtigen Druiden. Haha, ja, ich bin der mächtige Druide. Haha. Schau mal, ich habe mir schon einen Namen gemacht. Ah. Ich bin hoffentlich mächtiger. Nein, Bogo, ich habe mir Shadowlands tatsächlich noch nicht gekauft. Wollte ich jetzt aber eigentlich schon die ganze Zeit machen. Ist nämlich ganz ratsam, glaube ich, also auch für die anderen. Wenn ich das richtig mitbekommen habe, dann bekommen alle, die Shadowlands vorbestellt haben, Ende des Jahres ein Reittier geschenkt. Und da kann man sich aktuell gerade auch irgendwie einbringen, welches es dann sein soll. Da kann man, glaube ich, so ein bisschen voten, wenn ich das jetzt hier so richtig mitbekommen habe. Also kann ich nur raten, wer sowieso Bock hat auf Shadowlands, der kann sich das dann auch gleich mal überlegen, vorzubestellen. Wie gesagt, bekommt man ein schönes Reittiere gratis geschenkt. Aber Moment, ich habe es noch nicht gemacht, aber ich habe es jetzt auch echt mal vor langsam. So, kommt mal hier. So, schau mal, da haben wir wieder so ein Hoppehäschen. Das sind voll die Hoppehäschen für mich, finde ich. Na, okay, okay, dann kämpfen wir. Ich habe jetzt gerade überlegt, ob wir jetzt hier wirklich kämpfen wollen werden. Aber ja, werden wir. Und dann kommen gleich die nächsten. Nee, doch nicht. Sehr schön, die bleiben stehen. Ah, ja, stimmt, hast du recht. Also kann für dieses besagte Reittier, glaube ich, sogar... Oh, schau mal, das nehme ich doch mal mit. Wie cool. Schau mal, ich kann... Ja, nice. Stimmt, ja. Ich bin ja Alchemist und damit kann ich auch... Oder sollte ich mich auch um Pflanzen kümmern. Die hier mal so ein bisschen zu ernten. Und genau, ja, also ich glaube... Bogo hat es gerade im Chat auch nochmal erwähnt. Man kann, glaube ich, sogar Designvorschläge einreichen. So, kommt man hier, warte mal. Gestalt von Ursach. Oder Reinkarnation, das ist ja, glaube ich, immer. Genau, Reinkarnation. Dann kann ich nämlich hier den Prankenhieb und Hauen ganz, ganz oft einsetzen. So, ich sammle das einfach mal ein. Bringt mir jetzt, glaube ich, nicht so viel, ehrlich gesagt, aber dann können wir es verkaufen. Bisschen Kleinvieh macht ja auch Mist, gell? Also, so zeigst du, lohnt sich schon auch irgendwann, ne? Wenn es auch nur ein bisschen Bronze ist. So, grüß Gott, hallo, hallo, hallo. Sind jetzt, glaube ich, genau 5 Wochen noch. Ja, dann kommt Shadowlands raus. Ich bin schon sehr gespannt, vor allen Dingen in Bezug auf Sylvanas, was sie jetzt mit ihr anstellen. Ich finde es ehrlich gesagt ein bisschen schade, dass man Sylvanas im Moment so als die Böse etablieren möchte. Finde ich nicht so schön. Weil ich ja doch irgendwie doch ein bisschen ein Fan von ihr bin tatsächlich.
Aber lass uns einfach mal überraschen. Die Trailer sind ja recht interessant, ne? Sogar Arthas kehrt wohl wieder zurück. Wir wissen noch nicht. Oder wissen wir das, glaube ich, mittlerweile schon? Ich weiß nicht, ich habe nur damals den Release-Date-Trailer gesehen und da hat man ja schon ein bisschen die Story gesehen, nochmal mit... Wie heißt der? Ja, boah, Mist, ich weiß nicht, wie der heißt, der Paladin. Habe jetzt gerade voll vergessen. Und Arthas, so die Geschichte von den beiden. Und ich glaube, danach kam jetzt hier nochmal irgendein Trailer raus, der dann auch nochmal den Zusammenhang Sylvanas und Arthas zusammengebracht hat. Also man vermutet ja, dass man in Shadowlands dann im letzten Gebiet, ich weiß jetzt nicht, wie das heißt, dass man dort dann auf Arthas treffen wird. Und ich persönlich hoffe ja, dass man Sylvanas nicht sterben lässt. Also das, glaube ich, da wäre ich ganz, ganz traurig, wenn man Sylvanas hier tatsächlich sterben lassen würde. Oder als die ultimative Böse jetzt hier etablieren möchte. So, warte mal, muss ich denn? Was ist denn das hier alles eigentlich? Muss man das kaputt machen? Ich weiß es nicht. Aber immerhin habe ich hier 999% Bedrohung bei ihm. Das ist schon mal... Ich weiß gar nicht, die Würgewurzeln. Ich glaube, das sollte man einfach nur nicht reinlaufen, oder? Ja, genau. Bogo, du hast recht, das war Uta, der Lichtbringer. Ich war vollkommen recht, ja. Und wir haben ja schon festgestellt, dass ich durchaus meine Schwächen habe, was die World of Warcraft Story oder die Warcraft Story an sich angeht. Aber wenn ich es so richtig im Kopf habe, ist, glaube ich, Arthas mal ein ehemaliger Schüler oder sowas gewesen von Uta Lichtbringer. Der ist natürlich ein bisschen enttäuscht, was so aus dem Arthas geworden ist. Naja, hoffen wir es mal. Hoffen wir mal, dass Sylvanas am Leben bleibt, dass Sylvanas nicht als die Böse dargestellt wird. So, warte mal, wie laufen wir denn jetzt am besten? Okay, die wollen da lang laufen, dann laufe ich auch da lang. Kein Problem. Also, möchte mich da ja jetzt hier nicht irgendwie groß aufspielen. Aber ist ja keine Ahnung. Ich laufe einfach immer nur mit. Einfach nur mitlaufen. Ich hoffe halt mal, also, was ich halt ein bisschen echt schade finde, oder doof finde, wir haben jetzt hier immer die ganze Zeit World of Warcraft gespielt, ne? Mit den ganzen Addons und so weiter. Ich habe irgendwie nie so richtig das Gefühl gehabt, dass mal irgendeiner von der Allianz mal so mega böse ist. Oder kommt mir das... Okay, Arthas. Arthas ist, könnte man sagen, ist von der Allianz. Aber das war's dann auch schon eigentlich, ne? Wir haben sonst viel immer nur bei den Hordlern die Bösewichte gefunden. Das finde ich ein bisschen schade. So, da, die nächsten. Ja, ja, sag das mal ein. Okay, gut, das ist Kleinvieh. Ich glaube, das können wir alle kaputt machen. Dann müssen wir jetzt hier nicht so mega aufpassen. Yes. Ja, kommt mehr hier. Ah, toll, kommt mit. Ah, doch, kommt doch ein paar. Okay. Ich wollte nämlich eigentlich, dass die anderen da auch noch alle kommen. Da haben wir jetzt hier noch den Dicken. Wir können ja mal überlegen, also... okay, Battle for Azeroth bin ich noch nicht ganz drin, aber wer ist denn da eigentlich so der Mega-Bösewicht? Ich habe jetzt mit der Dämonigern so ein bisschen gespielt, bei den Zandalari-Trollen bisher dann unterwegs. Und die haben natürlich ihren Bösewicht. Die Blut... waren doch die Blutrolle oder sowas, ne? Mit der Blutmagie und so, die waren da nicht so geil. Und natürlich parallel immer die Geschichte Allianz gegen die Horde, also Sylvanas, wie sie immer die Horde angegriffen hat oder angreifen wollte. Oder der Rückschlag, Jaina und so weiter, die hat ja jetzt auch nicht immer klein beigegeben. So, und in Legion... Ja gut, in Legion kann man jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass... Oh, der Bösewicht war, oder? Kann man das sagen? Ich meine, mit Illidan haben wir ja eigentlich jemanden von... Der eigentlich, ich weiß gar nicht, Illidan müsste eigentlich ursprünglich mal Allianz gewesen sein, oder? Aber Gul'dan, Gul'dan, stimmt, Gul'dan ist ja mit der Hauptbösewicht von Legion.
der böse Ork-Magier. So, warte mal, was mache ich hier falsch oder richtig? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall machen wir falsch oder richtig, dass hier die ganz viel Kleines sich wohl mit dem Heiler angelegt hat. Das war durchaus mein Fehler, glaube ich. Oh, wir kriegen hier voll auf die Nase hier. Aber es leben noch ein paar. Der Dämoniker, der kann das hoffentlich reißen. Ich kann mich selber auch noch so ein bisschen heilen, natürlich. Und yes, geil. Okay, puh. Geschafft. So, das, können wir ein bisschen austauschen. So, jetzt bin ich derjenige, der, glaube ich, in der Lage wäre, zu beleben. Jawohl, das kann man machen. So, wen habe ich jetzt da? Ja. Das faule Volk, das nicht laufen möchte. Ja. Ist in Ordnung. Nee, passt schon. Das machen wir doch gerne. So, fehlt nur noch einer, und zwar der Schemen von Xavius. Den machen wir jetzt hier noch fertig. Also, Elegion war Gul'dan. Warlords of Draenor. Da war doch eigentlich Gul'dan doch auch schon so Bösewicht drauf, ne? Oder irre ich mich nicht? Ne? Irre ich mich so jetzt? Ne, aber ich glaube, das war auch Gul'dan, der hier so ein bisschen der Bösewicht war. Zusammen mit Hellschrei, ist er, glaube ich. So, vor Warlords of Draenor war Mist of Pandaria. Wobei Mist of Pandaria könnte ich jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, wer da wirklich der Bösewicht war. Da habe ich von der Story an sich jetzt auch nicht so viel mitbekommen, tatsächlich. Dann natürlich Wrath of the Lich King mit Arthas, der Sylvanas eigentlich erschaffen hat erst. Muss man vielleicht auch mal dazu sagen, dass man so ein bisschen die Beziehung zwischen Sylvanas und Arthas versteht. Also es könnte sein, also das wäre natürlich schon cool, wenn wir in Shadowlands vielleicht diese Beziehung aufarbeiten zwischen Arthas und Sylvanas. Die Sylvanas ist ja nicht sehr gut zu sprechen auf ihren Erschaffer. Das wäre schon irgendwie cool tatsächlich, wenn wir die Geschichte mal so ein bisschen aufarbeiten und wenn dabei sich dann einfach Sylvanas doch als die Gute herausstellt. Vielleicht hat die ja hinter allen einen Plan, ne? Wir wissen es nicht. Wir wissen es wirklich nicht. Ich bin schon sehr, sehr gespannt. Auf jeden Fall, was ich sehr, sehr geil finde, tatsächlich ist, bevor man in den hochstufigen Content reinkommt, muss man erstmal die Story durchspielen. Das finde ich eigentlich ziemlich, ziemlich geil. Und was auch sehr, sehr schön ist, die haben jetzt in Shadowlands was übernommen, das man aus Diablo 3 kennen könnte. Und zwar, wenn man die Story schon einmal durchgespielt hat, dann muss man die Story nicht nochmal spielen. Man kann dann einen Modus wählen, bei dem man dann nicht mehr gezwungen ist, die ganze Story durchzuspielen. Das finde ich jetzt ziemlich, ziemlich geil, weil es ist ja dann doch irgendwann ein bisschen eintönig und außerdem kann man das ja irgendwie auch nicht mehr so sauber nachvollziehen, irgendwann die Story. Also ich tue mir jetzt ja auch schon wieder schwer, in Legion die Story so ein bisschen zusammenzubringen, vor allen Dingen sie auch in einer Reihe durchzuspielen. So, und jetzt, auf geht's. Xavius. So, alle dabei? Jawohl, alle dabei. Perfekt, dann los geht's. Na, hier wird keiner irgendwie siechen. Das kannst du vergessen. So, immer schön Mondfeuer und Hauen draufhalten, was sie die zwei Dots. Heißt das, glaube ich? Das Dots Damage over Time in Second, glaube ich, heißt es.
muss man einfach immer schön oben halten. Wenn es da ist, hier im Mondfall, habe ich gerade schon ein bisschen versäumt, macht nichts. Ist jetzt nicht so ganz normal beim Mondfall wie bei Hauen, weil bei Hauen, das muss man immer schön stacken, damit wir da auch schön viel Schaden dann machen. Beim Mondfeuer, da muss man ja Gott sei Dank nichts stacken. Wenn wir da mal was kurz verpassen, ist nicht so schlimm. Zumindest ist jetzt hier in dem Raid mag das vielleicht nochmal ein bisschen anders aussehen. So. Ein wohlverdienter Sieg. Dennoch müssen wir wachsam bleiben. Ja, ich habe mein Ding eingesammelt. Perfekt, wir sind fertig. Ich verabschiede mich von dieser Instanzgruppe. Wir sehen uns. Ja, so, okay, gut, dann mache ich dich auch nochmal fertig. So, jetzt waren wir in Wrath of the Lich King, also Arthas, der große Gegner. Und davor gab es ja noch Burning Crusade und hier war quasi die Blutelfen, ich wollte schon die Blutengel, nein, die Blutelfen, die Gegner mit Kael'thas, dem Sonnenwanderer, der war das, glaube ich, der da so ein bisschen, ja, aufgespielt hat mit seinem Sonnenmondbrunnen, glaube ich, war das, oder Sonnenbrunnen, weiß nicht mehr, auf jeden Fall, der war da, der Bösewicht, zusammen mit Illidan Sturmgrimm, den ich aber jetzt, ja, weiß nicht, wozu man den eigentlich so richtig zählen kann. Er war eigentlich, glaube ich, mal Allianz, ist er der Bruder von Malfurion, darum will ich ihn jetzt einfach mal spontan zur Allianz dazu zählen. Aber ein bisschen verdorben worden ist und dann, ja, ich würde ihn jetzt auch nicht zur Horde zählen unbedingt. Nee, das will ich jetzt vielleicht nicht machen. So, wen muss ich denn jetzt hier noch fertig machen? Und zwar die Gefängniszelle überprüfen. Das sieht mir. Ah, nee, da ist er. Da ist er, okay. Welch grausamer Tod. Aber keine Spur von Majev. So, und jetzt muss man noch Kester Weizsucher fertig machen. Oh, was haben wir denn da? So, und dann im Hauptspiel. Ah, ich habe ja noch ein Addon vergessen. Cataclysm. Habe ich ja noch vergessen. Cataclysm ist zwischen Mist of Pandaria und Wrath of the Lich King gewesen. Und da war ja Todesschwinge der Mega-Gegner. Ich glaube nicht, dass man das jetzt irgendeiner Fraktion zuordnen könnte. Also jetzt weder Allianz noch Horde. Einfach korrigieren, wenn ich mich irren sollte. Und dann haben wir natürlich noch das Hauptspiel und da weiß ich aber ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe das Hauptspiel nie wirklich aktiv gespielt. Ich habe das nur damals irgendwie gemacht, wegen den ganzen Erfolgen habe ich mir natürlich einfach durchgegrindet dafür. Also ich habe die Story nicht so groß aktiv verfolgt. Können wir mal schauen. Quest. Oh. Oh. Da ist aber einiges offen. Ich dachte, das hätte ich mal hier mit dir alles durchgemacht, aber okay, wahrscheinlich dann doch nicht. Gut, wäre auf jeden Fall eine Aufgabe für mich, natürlich hier mich dann auch überall so ein bisschen durchzuprügeln. Aber ich dachte, ich hätte das mal alles gemacht, aber okay, gut, dann können wir das auf jeden Fall mal nachholen. Und hier an der Seite, da sehen wir eigentlich hier auch die ganzen Add-ons, die Scherbenwelt, also Burning Crusade, dann Nordend. Ah, da könnte ich jetzt auch mal ein bisschen was machen hier mit Wrath of the Lich King, Cataclysm. Da haben wir auch einiges gemacht tatsächlich. Pandaria, da fehlt mir einiges. Dann Draenor, Legion, Battle for Azeroth und jetzt dann demnächst natürlich Shadowlands. Ja, und ich versuche natürlich so viele Achievements wie möglich hier nachzuholen. Immer ganz scharf drauf. Vor allen Dingen, wenn sie halt so einfach und easy zu machen sind, dann will ich da eigentlich schon immer ganz, ganz schnell sein. Dient immer treu, so. Wir sind hier noch nicht so ganz fertig, habe ich so das Gefühl, ne? Oi, warum kann ich hier nicht mehr fliegen? Ah, jetzt so. Ich würde sagen, hier, warum kann ich nicht mehr fliegen? Das wäre ja hier der Obergau, wenn ihr nicht mehr fliegen könnt. So. Was muss man hier machen? Traumlaub, Wächterinnen, Gliefe. Da. Das Ding brauchen wir.
Schön ist, jetzt kann ich einfach fliegen. Das ist der Druidenbonus. Das ist Maievs Waffe. Sie war hier. Grüße, Soldat. Ah, hier kann ich nur nicht. Verstehe es. So, was machen wir jetzt als nächstes? Wir tauschen natürlich das Tuch hier aus. Wir müssen jetzt Araxas töten und den Gefängnisschlüssel an uns nehmen. Na gut. So, und ich sehe schon, verkaufen könnten wir auch mal wieder ein bisschen was. Ja, sollen wir machen. So. Bin natürlich kein Fan davon hier, das die ganze Ding hoch zu galoppieren. So. Jetzt da. Schön drüber fliegen. So, hab dich. Noch welche Wanderer zu meinen Zellen? Ich werde aus eurem Körper Unwissen brechen. Diese Dämonen halten uns für leichter. Ah, so, ja, warte mal. Und danach werden wir gleich nochmal kurz einreihen für die letzten zwei Dungeons, in die ich noch rein muss. Damit ich bei der Druidenkampagne weitermachen kann. Ich überlege gerade, was wir uns eigentlich davon versprechen, bei der Druidenkampagne weiterzumachen. Ich glaube, wir kriegen halt wieder neue Champions, wir kriegen neue Missionsaufgaben und vielleicht auch nochmal irgendwas Tolles für unsere Waffe. Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall Erfahrungspunkte und das ist wohl das Wichtigste. So, dann mal ganz schnell hier einreihen. Ins Herz dickig kennen wir schon. Schauen wir mal in die anderen Dinger da rein. So, nun muss ich jetzt einfach... Jetzt machen wir das hier mal. Ah, ich freue mich ja schon, wenn ich hier stärkere Waffen habe. Für ein paar Wochen. Und dann sind die wieder uralt. Boah, jetzt dachte ich fast, ich wäre gestorben. Aber nein. Alles gut. Okay. Jemand hat das abgelehnt, dann haben wir da auch nichts dagegen. Dann gehen wir jetzt in das Auge Asharas. Ich bin gespannt. Aber wenn du jetzt überlegst, ne? Vor einer Dreiviertelstunde, also wir haben eine Dreiviertelstunde gebraucht für das eine Level, jetzt haben wir eine Stunde 11. Also fast wieder nach einer Dreiviertelstunde könnten wir 107 werden. Naja, okay, ist ein bisschen optimistisch, aber es könnte werden. So, alle da? Ah ja, ich bin ja der Tank, okay. Dann reiß ich mich mal zusammen hier. Ich weiß, der eine wollte jetzt, glaube ich, da gerade so ein bisschen abkürzen eigentlich. So, jetzt schauen wir mal, 102, 104, 110 Magierin oder Magier. Bereitet euch vor. Wir werden sie nicht enttäuschen. Oh, schadenstechnisch liegen wir eigentlich alle gleich auf. Auch der Magier, obwohl er 110 ist, macht jetzt nicht überraschend viel Schaden. Oh, was macht denn der da? Das ist immer ganz schlimm hier, wenn da einer mal groß umeinander prescht. Dann nicht den Schaden auszahlen könnte, der jetzt gebraucht wäre hier. Gut, ich muss aber auch gestehen, ich habe jetzt selber geschaut, ich weiß noch nicht mal, wo wir hin müssen eigentlich. Bin einfach losgelaufen. Mit Fokus auf Gegnerverwendung. Ja, jetzt hier, okay. Ah, genau, das geht, glaube ich, so von links nach rechts. Das ist, glaube ich, das Effektivste. Zumindest kenne ich das eigentlich immer nur so. So. Ja, komm her. Dich machen wir kaputt. So, die Schamanin möchte wissen, ob wir im ersten Boss überspringen. Nein, nein, zu dem kommen wir nachher nochmal. Das bringt ihr jetzt nicht, weil sie
Wenn ich mitkriege, dass ich jetzt darauf reagiert habe. Da kommen wir noch. Da kommen wir noch zu. Keine Sorge, erstmal machen wir die Lady Hassnatter fertig. Ist gar nicht, kann man sich da so durchmogeln? Ich laufe einfach mal so ein bisschen auch da lang, wo die anderen langlaufen. Da vorne haben wir Serpentrix. So, na, die da müssen wir noch kaputt machen. Die andere Arkanistin, erst dann kommen wir. Und die da hinten, shit. Ja gut, war ganz gut, dass wir jetzt die Abkürzung da genommen haben, aber wir kommen da leider trotzdem noch nicht so ganz an unser Ziel ran, ne? Das ist zu weit entfernt. Müssen wir nochmal zurück. Da haben wir nämlich noch zwei Arkanistinnen, die fertig gemacht werden müssen. Oder doch nicht? Hat das gereicht? Ja, mir scheint, das hat vollkommen gereicht. Sehr cool. Na gut, dann komm mal her. Ich muss mit dem die Würmer, die versuchen dir jetzt gleich den Popo hat sie ja eigentlich nicht, gell? Was hat sie denn? Einfach den Rücken. Ah ja, danke Bogo, trotzdem, dass du reingeschaut hast. Ich wünsche dir noch viel Spaß beim Nachhausefahren. Vielleicht sehen wir uns ja nachher noch online oder so. Kannst du einfach mal schreiben. Aber danke trotzdem, dass du vorbeigeschaut hast. Komm gut heim. Hey, nicht immer zurückschubsen, das ist voll unhöflich. Hast du jetzt davon? So, der nächste Boss. Serpentrix. Und der war irgendwie ein bisschen unangenehmer, aber ich weiß nicht mehr warum. Aber er war irgendwie unangenehm. Jo, machen wir. Also ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn hier einer immer schön vormarkiert. Im Chat wird schon gefragt, wann wird Boss Nummer 1 gemacht? Ah, ja, ja. Immer mit der Ruhe, immer mit der Ruhe. Der kommt schon noch. Also ich kenne das eh nie, dass man den als erstes macht. Überleg grad. Ja, ne. Egal, die Mistviecher da, die müssen noch weg. Ah ja, genau. Okay. Irgendwer hat das jetzt gut. Ich war mir jetzt selber nicht so sicher, darum hatte ich irgendwie insgesamt schon gehofft, dass mir jetzt da mal einer hilft. Und tatsächlich, irgendjemand hat hier die Sturmschneisenhydra da angelockt. Hat gleich noch ein paar andere Ziele markiert. Sehr schön, ich danke. Danke herzlich, Muliku. Ah, ich weiß nicht, ob das so klug ist, so nah an dem Boss da vorbeizulaufen. So, komm mal her jetzt hier, du blödes Ding. Der Treibsandläufer, der Makrana. Und jetzt da hinten noch die Hydra. Ja, ich glaube, bei dem Boss da muss man ein bisschen sich austoben können. Heilungstechnisch läuft das hier diesmal richtig gut. Das ist eher so der Schaden, der so ein bisschen mau ist. So, ich glaube jetzt kommen wir dich machen.
Komm mal her hier. So. Jetzt gehst du dann mal kaputt. Den ganzen Dots draufhauen. Was ich natürlich auf jeden Fall versuchen muss, ist dann, wenn wir im BFA sind, ich muss versuchen, auch Highlight-Cup zusammenzubringen. Ah, da ist er jetzt. Ah, deswegen, ja, man muss sich hier so ein bisschen aufteilen, weil der sich ja hier schön durchboxt überall. So, ihr macht jetzt hier die Viecher da, hoffe ich, jawohl. Ich glaube, die muss man jetzt hier platt machen. Ah, ist ja schön, eine haben sie schon. Ah, ich bleib einfach bei dir. Bleib einfach bei dir, okay? Ich glaube, das ist okay. Mehr. Die Ätzer, das müssen andere machen. Also das kann ich nicht auch noch machen. So, und jetzt noch so ein bisschen Schaden. Das wäre mega cool. Ja, da haben wir alle diesmal... Ja, keinen Mega Damage wieder dabei. So. Leute, tauschen wir doch gleich mal aus. Nehmen wir mit. So, und jetzt. Jetzt kenne ich das, dass man sich jetzt um. Oder doch nicht? Was macht ihr denn jetzt da? Ja, eigentlich machen sie jetzt voll den Mist, weil normalerweise gehst du jetzt hier zu dem Boss, Klaffbart, und kannst, glaube ich, von dem durch die Höhle wieder da reinlaufen zum Kriegsherr Parish. So, das wollten sie jetzt aber irgendwie nicht, dann machen wir das halt auch nicht so, dann machen wir das halt so, wie die wollen. Das ist mir ja eigentlich relativ egal. Ah! Wäre jetzt ja fast gestorben. Ja, jetzt bin ich tot. Na doll. Geist freilassen. Das habe ich jetzt so schön versammelt. Macht nichts. Habe mir Fußweg gespart. Genau. Normalerweise kommst du eben halt dann dort drüben aus der Höhle raus. Dann kannst du easy darüber laufen. Aber gut. Na, so musst du dich jetzt halt durch die da alle durchprügeln. Oder auch nicht. Na gut, dann nicht. So. Okay, vielleicht liege ich ja auch doch falsch mit meiner These. Jetzt, wo ich mir das so anschaue, da ist kein Absprung. Jetzt schauen wir mal, wie das dann bei dem anderen ist. Vielleicht habe ich es jetzt auch durcheinander gebracht. Kann ja sein. Wahrscheinlich brauchen sie den, ja, schon mal da, die brauchen das für irgendeine Quest. Oder ich? Brauche ich das? Ja, kann sein, dass ich das für eine Quest brauche. Ne, ich nicht. Ich eigentlich nicht. So. So treffen wir uns. Naja, was soll's. Nur ihr und ich und meine Sache. So, wir werden dich dazu geholt zur Party. Du bist nicht eingeladen. Hasslappen, ich habe gerade Waschlappen verstanden. Oh, ja, du kümmerst dich mal um mich. Ich
Jetzt bin ich mal gespannt, wie sie jetzt wieder laufen wollen. Mit voll Umweg laufen. Ah, jetzt laufen. Ja, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, die laufen ja schon mega den Umweg eigentlich. Pullen auch noch schön dabei. Jawohl. Kann man alles machen. Eigentlich müsste man ja sagen, wer pullt, muss es ausbaden. Und das versteht irgendwie auch kaum einer. Das habt ihr jetzt ganz toll gemacht hier. Na, ja, jetzt sind wir gleich wieder tot, das zweite Mal heute. Nein, das ist. Mit diesen Abkürzungen, das ist halt immer so eine Sache, ne? Da ist immer. Kann immer mal schief gehen. So, warte mal, dann da muss ich irgendwie raus. Ja, wir gehen ja mittlerweile eigentlich immer so weit, wenn ich mit Freunden unterwegs bin, sagen wir halt immer, der gepult hat, also wenn es nicht der Tank ist, der das gepult hat, dann muss der das auch ein bisschen ausbauen. Und im Worst Case sagen wir dann manchmal auch einfach, okay, gibt's halt keine Heilung. Und schon selber schauen, wie du da weiterkommst. Klingt hart, ist aber so die einzig effektive Möglichkeit, glaube ich, zum Lernen bei manchen. So, schau mal her, ich habe einen Vorteil euch gegenüber. Ich habe eine Wassergestalt. Ah, ich komme nicht mehr hoch. Doch, jetzt. Ah, ich hasse es, wenn man immer so ein bisschen hängen bleibt. So, jetzt kann die Action mal wieder weitergehen, ha? Huh? Okay, das geht sehr schnell. Die Schnecke ist also schnell. Das ist die Splitschleimschnecke. Die ist sehr schnell unterwegs, muss ich sagen. Mist. Keine Reisegestalt. Heilung wäre mal mega cool. Okay, das habe vielleicht ich ein bisschen übertrieben hier, oder? Kann das sein? Ja, vielleicht. Hätte ich jetzt doch einige Dots auf mir hängen. Was ist das hier? Vor dem Sturm geschützt. So, wo haben wir ihn denn, den Kriegstern? Wo ist er denn? Oh Gott, da muss man aber noch ganz schön laufen, um zu denen zu kommen. Na gut. Nein, nee, wir müssen nicht zum Krieg sein, wir müssen jetzt zum König Klafterbart. Das ist ein geiler Name eigentlich. Könnte glatt aus One Piece stammen, ne? Bin ich Klafterbart. So, wo ist denn der jetzt? Jetzt habe ich die Orientierung verloren. Da. Und den müssen wir auf jeden Fall eigentlich vorbeikommen, hoffe ich.
Nein, kommen wir nicht. Hey ja, was soll denn das jetzt? Ab jetzt. Oh, da merkt man einfach, Tank sein, das ist schon irgendwie was ganz anderes, als wenn man einfach nur die Idee ist und drauf baut. Eine ganz andere Welt. So, Klafterbart. Grüße dich. So, haben sie dich nicht angenommen für One Piece, huh? Bist du nicht durchs Vorstellungsgespräch gekommen? Das klingt doch eigentlich recht authentisch, verstehe gar nicht. Ja. Das ist schon klar, wenn man einfach so rülpst, das mag, glaube ich, niemand so gerne. Muss sich nicht wundern, dass sie dich für One Piece doch nicht genommen haben. Ah, das tut bestimmt gleich weh. Ah, das war echt der Wurfball. Entspannt, ich muss nur auf diese Kringel hier aufpassen. Ich glaube, die dürfen mich nicht, oder sollten mich nicht berühren. Oh, Glück gehabt. Oh, ganz lange eigentlich. Das ist nicht so das Problem, muss ich sagen. Ja, gut. Aber auch nur dank meiner hübschen Reisegestalt. So, geschafft, cool. Ja. Dachte jetzt, was war Schickes für mich, hat er nicht. So, und jetzt müssen wir quasi nur darüber. Wo ging denn das nochmal? Ah ja, hier links dran vorbei. Okay. So, da haben wir es. Asharas Zorn. Der muss jetzt erstmal schön platt gemacht werden. Machen wir erstmal noch die Ritualdame kaputt. Das sollte ja ein Kinderspiel sein, hoffe ich. Ah, okay, schau. Können wir gleich zur nächsten weitergehen? Ich muss näher. Verwandlung Fisch. Haha, geil, schau mal, da wurde einer in einen Fisch verwandelt. Oh, wie cool, das will ich auch. Ich habe ja eh noch ein paar Token. Also ein Token habe ich ja bekommen mit Battle for Azeroth, kriegst du das ja, da kannst du einen Charakter sofort auf 110 machen. Und sobald du dir Shadowlands holst, kriegst du nochmal eins, dann kannst du ihn direkt auf 120 ziehen, glaube ich, war das. Und ja, ich bin immer noch am überlegen, welche Klasse ich jetzt mir so als nächstes zusammenbaue. Also ich habe ja schon eine Magierin, die ist aber nicht weit vom Level her, Todes ist glaube ich auch ein bisschen... Also ich überlege einfach, was so meine nächste sinnvolle Klasse wird. Ich habe einen Druiden jetzt... Jetzt haben wir ja gerade dann die Dämonenjägerin und dann habe ich noch eine Hexenmeisterin, die auch schon 100 ist. Nicht 110, ich glaube die ist... Oder ne, warte mal. Na, ich glaube die ist schon 110 sogar. Ich glaube die ist schon 110. Die wird schon weit gebracht. Genau, und jetzt überlege ich halt so die nächste sinnvolle Klasse. Na, die Magierin wäre eine ganz coole Sache. Todesritter wäre aber eigentlich auch ganz interessant. Der Schamane wäre auch interessant, also ich weiß es noch nicht. Leider hat man mit Shadowlands wieder eine neue Rasse, noch eine neue Klasse eingeführt, was ich sehr, sehr schade finde. Also gerade in BFA dann, da werden wir ein paar Rassen zu Gesicht bekommen, wo ich mir denke, das wäre auch geil gewesen, wenn wir die schon mit BFA bekommen hätten. So schlangenähnliche Wesen zum Beispiel, also nicht so wie die Naga, sondern... Keine Ahnung, gut, ich kann nicht sagen, wie. Also nicht die Naga, sondern so richtige Schlangenwesen mit so einem Cobra-Kopf und so weiter. Das finde ich jetzt schon ziemlich geil. Ja, haben es leider nicht geschafft als Subrasse. Schauen wir mal.
Die Hochberg-Town, die habe ich jetzt schon freigeschaltet, also da könnte ich zum Beispiel jetzt mal was machen, nur die haben, glaube ich, keine Magier. Da muss ich tatsächlich dann auf die Blutelfen zurückgreifen. Oder vielleicht die Nachtelfen, wobei die Nachtelfen finde ich jetzt auch irgendwie nicht so hübsch. Muss jetzt noch dazu sagen. Ich hätte es fast rausgeschafft. So, okay, jetzt bin ich wieder da. Sorry, aber Carter kommt gerade ins Zimmer hier reingelaufen, voll an Jammern. Läuft in seinem Kasten rein, legt sich hin und jetzt ist still. Da höre ich dann schon immer ein bisschen hin. Aber das ist auch unheimlich nervtötend. Also man kann sich nicht vorstellen, wie so ein kleines Viech. Gut, der ist schon recht. Okay, gehen wir gleich in den nächsten Dungeon rein. Oder doch nicht. Wie so ein kleines Viech einfach so viel Lärm machen kann. Also der kann schnarchen wie ein Weltmeister. Ich verstehe es überhaupt nicht. Also gestern irgendwann da bin ich schon ein bisschen verrückt geworden. Ich habe ja neben meinem Schreibtisch habe ich so ein schönes Kallax-Regal mit, ich glaube, 4x4 Fächern. Kallax, ganz bekannt eigentlich von Ikea. Und da haben wir einfach, das ist frei, und da haben wir noch so einen Karton davor stehen, weil ich es bis heute noch nicht geschafft habe, die Ware oder den Monitor, der da drin ist, mal aufzustellen und zu verwenden. Auf jeden Fall ist da so ein kleines Loch drin und da schleichen sich die Katzen immer ganz, ganz gerne rein. Und er, wenn er da mal drin liegt und schnarcht, das verstärkt es halt geil noch mehr. Das ist so laut. Das ist echt der Wahnsinn. Also so ein kleines Ding, dass es so laut schnarchen kann, ist der Hammer. Und jaulen, genau dasselbe, also kann auch jaulen wie ein Weltmeister. Der ist halt immer ungern alleine. Ich möchte eigentlich immer, dass die Leute bei ihm im Wohnzimmer sind. Und dann ist er halt immer am Jauen, immer wieder mal. Und dann, wenn du aber dich dann mal echt quasi, wenn du dann sagst, ja okay, dann mach ich mal einen PC aus, ich lege mich mal rüber zum Kater und komm ein bisschen schmusen, dann bist du alleine im Wohnzimmer, weil der kommt dann nicht vorbei. Obwohl er die ganze Zeit jault, dass du nicht im Wohnzimmer bist. Naja. Das Blöde ist dann auch noch seine Schwester, die will immer nicht mit ihm wirklich spielen, die haut ihn immer nur, taucht ihn immer an, macht ihn auch ein bisschen traurig. Die Freundin würde ihm ja am liebsten quasi eine neue Katze zur Seite stellen, also versucht mich ja schon immer wieder mal so ein bisschen zu bearbeiten mit so einer neuen Babykatze oder sowas. Und ich sag ja, an sich wäre schon geil, kann ich schon verstehen, aber zwei Katzen sind schon viel eigentlich für die Wohnung, aber zwei müssen es halt sein, aber eine dritte Katze, das wird dann echt zu viel. Und wenn die dritte Katze sich das dann auch angewöhnt, so zu schnarchen und so zu jaulen, dann weiß ich nicht, ob ich das möchte. Bin ich ganz ehrlich. Mein Schlaf ist mir doch irgendwie immer so ein bisschen wichtig. Tatsächlich. Ich schlafe zwar keine 10, 11 Stunden wie manch andere, aber trotzdem ist mir der Schaf einfach wichtig. So, würde ich hier mal jemand kämpfen? Ach, wo habt ihr die jetzt herzogen? Ah, die waren irgendwie noch ein bisschen beschäftigt, habe ich gesehen. Da habe ich jetzt nicht so aufgepasst. Ich dachte, die waren. Oder die haben es halt wieder von irgendwo angelockt. Kann natürlich auch sein. Ich dachte jetzt eigentlich, da wäre keiner mehr gewesen. Reisegestalt und Katzengestalt und los Fetzen. Ah, schon das zweite Mal heute, dass ich gestorben bin. So, warte mal, sind wir hier überhaupt richtig? Sind wir hier richtig? Ja, doch, ja, wir sind hier richtig. So. Sind wir alle soweit, oder? Kann man kämpfen. Immer ein bisschen bis. Ja, ein bisschen haben wir ihm ja schon gezeigt, wo es lang geht. Er ist von einem Giganten. Er ist noch eine Stufe größer eigentlich. Und da hat er sich schon ein bisschen gesplittet zum Giganten und zum Brocken. Und das ist echt trotzdem fast zu viel hier für den Heiler. Ne? Oder zu viel für den Tank. Kann auch sein. Darf man auch nicht vergessen. Ah, der erste liegt wieder auf dem Boden. Ich glaube, das ist zu viel. Oh.
Ah, der ist halt auch. Gut, die Stufe an sich sagt ja jetzt auch nichts aus, aber. Also einmal probieren wir es noch. Okay, einmal und dann ist aber gut. Jetzt nicht hier, um mich da tausendmal durchzusterben. Jetzt mir auch keine Lust. Sind wir ganz ehrlich, möchte keiner so gerne. So, der nächste ist gerade gestorben hier irgendwie, warum auch immer. Ich befürchte fast, die Gruppe wird es nicht schaffen. Das Problem ist, wenn du rausgehst, dann bist du erstmal für 10 Minuten gesperrt. Okay, das würde ich noch überbrücken können. Wir sind generell diesmal eine etwas schwächere Gruppe. Haben jetzt diesmal kein 110er dabei oder so. Jetzt läuft's wieder, oder? Ich befürchte, wir werden. Weiß gar nicht, welcher Boss das ist. Ist es schon der erste Boss? Der erste Boss könnte uns Diese durchaus Tiefer haben Probleme Mächten, bereiten. die sie nicht beherrschen sollten. Zweifellos besteht eine Verbindung zu den latenten Energien, die Ja, noch immer in diesem Rock Felsen Mora, schlummern. der könnte durchaus Probleme machen. Navarok, Verräter! Ihr führt diese Gleich. Eindringlinge gegen uns ins Feld! Ularok! Darko darf den Hammer nicht kontrollieren! Er wird den Hochberg damit zerstören, nicht erobern! Sei's drum, ich werde jeden Moment davon genießen. Rockmora, zerschmettert sie! So, jetzt kommst du gerne her. Dann machen wir das mal rasch hier. Rockmora. Läuft ja einigermaßen in Ordnung, aber das Interessante tatsächlich, und das spiegelt irgendwie so ein bisschen so die ganze Gruppe hier so wider. Ich bin auf Platz 1 und das jetzt Tank. Das darf eigentlich nicht sein. Aber dann kämpft man nämlich ewig und nicht bei jedem Boss kannst du ewig kämpfen. Manche Bosse gehen dann irgendwann in den Rage-Mode und dann verlierst du definitiv oder irgendein Timer passiert irgendwas und dann hast du halt den Salat. Ich glaube, wir werden hier jetzt dann auseinanderfallen, ne? Ich bin ja mit Abstand vorne. Ja, okay, nicht mit Abstand. Minimal, minimal. So, natürlich, vielleicht liegt es auch so ein bisschen an meiner Tankfähigkeit, dass der ein oder andere gerne mal ein bisschen umfällt vom Fleisch. So, aber immerhin habe ich meine Quest-Dinger voll. Schauen wir mal. Wenn sich die Gruppe auflöst, dann bin ich auch was. Aber ich will sie jetzt auch nicht ganz allein lassen, das ist ja auch ein bisschen arschig. Und Sie dann wissen einfach jetzt, dass wir geht. kommen. Ich hoffe, unsere Ah, Verbündeten das ist cool. können Das ihre erinnert mich immer an Aufgaben so Hobbit. lange Ich glaube, Teil beschäftigen, 2 war bis das, wo unsere dann die Mission Zwerge auch in den erfolgreich war. Fässern umeinander gefahren Schnell, sind. ab in die Fässer! Ich werde sie aufhalten und euch flussabwärts Dann kann man werfen. einfach einen Fisch werfen. Das ist voll cool. Bam. Mit dem Fisch habe ich sogar einen getroffen und K.O. gemacht. Yay! So. Wo Das sind wir versteckt wieder. ihr eure Also, komm mal Freunde, her. Du bist der Marder? Erste. Erbarmen. Ihr habt uns schon all unser Essen genommen. Sucht alles ab. Dieser Abschaum versteckt Rationen vor der Armee. Ihr kämpft nicht. Dann Bin mir jetzt esst ihr irgendwie gerade nicht mehr so sicher, dass das so eine gute Idee war, den einen anzugreifen. Ja.
ich weiß nicht, ob der Jäger das macht, aber ein Jäger hat natürlich auch so ein bisschen den Vorteil, der könnte mir helfen beim Aggro aufbauen. Er kann nämlich umleiten, er kann quasi jemanden angreifen und die Aggro geht dann auf mich statt auf den Jäger. Aber immerhin, das haben wir jetzt doch einigermaßen geschafft, würde ich sagen. So, haben wir den nächsten Sklaven befreit hier. Du gehörst mir. Ja, und da ist natürlich immer ganz vorteilhaft, wenn der Jäger quasi die Aggro umleitet, da könnte er mir durchaus helfen. Gut, aber in so random Gruppen ist das eh nochmal ein bisschen was ganz anderes dann. So, schauen wir mal, ob er dich ignorieren kann. Ja, alle haben es vorbeigeschafft, sehr schön. So, da vorne kommt wieder unser, ja, nennen wir ihn mal Hassgegner. Ah ja. Ich würde sagen, wir waren nochmal zu dritt hier, ne? So, 107 werden wir heute auf jeden Fall noch, 108. Boah, wird spannend. Aber 108 wäre schon cool, wenn wir das irgendwie heute noch schaffen würden. Wir kriegen ja dann auf jeden Fall ein paar Erfahrungspunkte allein für diese wunderschöne Quest hier. Das Herz der Hartnäckigkeit. Wir haben ja mehrere solche Quests offen. Können wir gleich mal schauen eigentlich, was uns das theoretisch dann bringt. Aber 107, 108 dürften wir auf jeden Fall schaffen und dann brauchen wir nochmal eine Session oder dann auf 110 hocharbeiten. Geil, ich weiß gar nicht, wie die das immer alles schaffen, dass die hier immer alle gleich mega tot sind. Bleiben die alle in dem Totem stehen oder vielleicht, gut, der wirft ja mit Steinen um sich, vielleicht macht die das ja irgendwie so ein bisschen fertig. So. Alles klar, der Heiler bleibt mal wieder liegen. Kämpft aber mit, ne? Also, das wird wahrscheinlich der Fehler sein, ne? Wenn man da mitkämpft. Der Heiler ist auf Platz 3 aktuell. Ah. Ich glaube, einer hat uns bereits schon wieder verlassen gehabt. Ich habe nämlich 6 Leute in der Damage-Liste stehen. Also, einer hat uns bereits schon verlassen gehabt. So, oh, das ist jetzt aber ekelhaft hier. Wie machen das denn? Wie machen das denn? Guck mal her, hier. Meinst du, ich locke den ohne Grund hier hinter? Wenn der Dicke das mitkriegt, das ist nicht so klar. Also der Fetzbrocken da vorne. So, es war jetzt schön, dass du den markierst, aber... So, jetzt komm mal her. So, diesmal vielleicht gleich ein bisschen reagieren mit Eisenfell und Baumrinde. Da reduziere ich den Schaden durchaus, der auf mich kommt, und Überlebensinstinkte auch noch.
Oh ja, das ging ja jetzt aber flott. Und keiner gestorben. Das nenne ich doch mal lobenswert. So, und dann noch hier drei. Moin, moin, Drago. Was geht ab? Alles klar bei dir? Schön gesund. Ich hoffe doch. So, jetzt müsste der hier eigentlich... Achso, ja, warte mal, den muss man dann einfach so ein bisschen anditschen. Geht gut hin, Navarok. Ich will, dass ihr eure Helden sterben seht. Ah, hier stirbt niemand. Hör dich um mich, ich bin jetzt hier dein Gegner. Ah, da muss man aufpassen, genau. Ja, auf so ein paar Sachen, die auf dem Boden passieren. Hier der brüllende Götze. Da muss man immer mal kaputt machen. Hey. Ja. Ah ja, gut, hier muss man, glaube ich. Jetzt hier einfach nur blöd stehen bleiben, oder? Und dann die Dinger zerstören, okay. Okay. Ja, heute ist nochmal ein richtig schöner Tag eigentlich. Tatsächlich draußen ist es auch nochmal richtig warm. Also ich merke das hier drinnen auch. Zum Glück bin ich heute allein daheim, da kann ich dann auch die Türen offen haben. Dann ist das nicht ganz so schlimm. Aber ich freue mich jetzt echt schon so ein bisschen auf den Herbst. Im November habe ich dann noch Urlaub, 2 Wochen. Noch keine Ahnung, was wir da eigentlich machen, beziehungsweise was wir da machen können, dürfen, werden. Aber ich habe mir letztens mal versucht zu überlegen, wie das Jahr wohl gelaufen wäre. Warte mal, ich muss kurz schauen. Marke der Banshee-Königin, tauschen wir das doch mal aus hier. Ich habe letztens versucht mal herauszufinden, wie wohl das Jahr gelaufen wäre, wenn es kein Corona gegeben hätte. Ich weiß es überhaupt nicht, also weil irgendwie, ich hatte gestern das Gefühl, ich war ja gestern mit einer Freundin zusammengesessen, waren wir im Park draußen, ah shit, die haben mich entdeckt, ein Fehler, und irgendwie habe ich vom Sommer dieses Jahr nichts mitbekommen, also ich hatte nicht das Gefühl, dass wir mega Sommer hatten, weil wir hatten nur so ein bisschen gequatscht, so was so passiert ist, und von Juni bis jetzt September ist eigentlich schon viel Zeit, aber ich irgendwie kam mir das gar nicht so vor. Darum einfach nochmal auch die letzten Tage jetzt einfach so ein bisschen genießen. Aber wie gesagt, ich freue mich trotzdem schon einfach sehr, wenn es jetzt dann Herbst wird, wenn es auf den Winter zugeht. Vielleicht haben wir ja dieses Jahr auch mal wieder vernünftigen Winter mit viel Schnee. Das wäre auch richtig geil. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Gegrillt habe ich dieses Jahr auch nicht viel. Normalerweise grille ich viel und gerne, aber dieses Jahr irgendwie auch nichts. Aber gut, dieses Jahr ist eh so viel passiert. Also nicht nur Corona natürlich, sondern generell einfach so viel passiert. Vielleicht kam mir das deswegen alles so schnell vor. Ah, der da vorne ist, glaube ich, etwas ätzend, der Boss, der Naraxas. Da muss man ein bisschen aufpassen. Der macht irgendwas mit Gift. Ja, ne, das war's dann mal für dich. Hör mal aufgessen. Viel Kälte und viel Schnee wird gewünscht. Ja, ja, doch, warum nicht? Also es muss ja nicht Eisigkeit sein. Also das beim besten Willen nicht.
Also es muss keine minus 20 Grad haben, genauso wenig muss es plus 40 Grad haben. Einfach so richtig schön ausgewogene Temperaturen. Das wäre doch was, was ich mir wünschen würde, aber ich hätte schon irgendwie ein bisschen Bock, diesen Winter mal wieder zu snowboarden. Wäre schon cool, da würde ich mich auch drüber freuen, wenn das mal wieder möglich ist. Schauen wir mal, ob ich es überhaupt noch kann. Also generell kann ich das ja eigentlich gar nicht so richtig gut, weil... Habt ihr jetzt die echt gepult, oder? Vor glaub vier oder fünf Jahren sowas habe ich einen Snowboardkurs gemacht zum ersten Mal in meinem Leben. Und das war halt schon ziemlich geil. Und das haben wir ein paar Mal gefahren, aber so die letzten zwei, drei Winter bin ich wieder gar nicht gefahren, weil es aber auch vom Wetter her einfach nicht zusammengegangen ist. Darum hoffe ich vielleicht, dass dieses Jahr endlich mal wieder ein bisschen anders da wird. Wäre schon sau cool. So, geh jetzt kaputt. Was war denn das nochmal, wenn du das machst? Ich hab's vergessen. Oh, nicht gut. Nicht gut. Aber wir haben ja hier fähigen Heiler dabei. Oh, mittlerweile wurde ich jetzt auf Platz 3 zurückverdrängt. Was den Schaden angeht. Verzeiht, Helden. Muss ich jetzt auch da runter? Ja, ich springe erstmal da runter. Befindet sich am anderen Ende dieser Bestie. Ah, okay. Am anderen Ende dieser Bestie. Okay, gut. Jetzt haben wir hier wieder ein bisschen was kaputt zu machen, bis wir dann an Dagul, dem Unterkönig, dran sind. Den müssen wir noch fertig machen. Ha, stimmt. Zu gehen hätte mir vorhin also eh nichts gebracht, weil ich muss ja hier den Endboss ja auch noch fertig machen. Also hätte ich ja ruhig gehen können, aber gebracht hätte es mir nicht wirklich viel. So, halt, hier. Ich bin der Gegner, nach wie vor. Was es bei mir Neues gibt? Eigentlich nicht so viel. Ich habe am Anfang vom Stream schon erwähnt, ich habe jetzt mal wieder einen freien Samstag gehabt, an dem ich absolut gar nichts gemacht habe. Obwohl ich lieber was hätte gemacht haben wollen. So, ich glaube, wir müssen hier alle Gegner platt machen. Ich glaube, sonst kommen die nämlich alle zu uns vorbei. Das wollen wir natürlich auch nicht. Aber ansonsten so richtig Neues gibt es bei mir eigentlich nicht. Es ist viel zu viel los auf Arbeit im Moment, als dass ich groß Zeit hätte, was Neues zu machen. Gut, ich habe jetzt wieder angefangen zu laufen. Das ist ja auch so ein bisschen auf der Strecke geblieben, leider. Ja, ich glaube, wir müssen die hier alle platt machen. Aber das habe ich jetzt auch wieder so ein bisschen angefangen. Gott sei Dank. Macht ja auch ein bisschen Spaß. Das ist auch mal so ein bisschen Abwechslung, weil ich sitze schon berufsbedingt eigentlich den ganzen Tag am PC und dann, wenn du heimkommst, nochmal am PC sitzen und zocken. Also du hängst halt nur noch am PC. Dem einen oder anderen mag das vielleicht nicht bewusst sein, aber irgendwann wird das dann auch zu viel. Verzeihung, so, machen wir erstmal den da. Doch wisset, ich habe eure Taten stolz verfolgt. Und bin sicher, warum musst du uns jetzt hier verlassen? Weißt du, ich sag da einfach, er muss uns hier leider verlassen, kann uns aber nicht sagen, warum. Das finde ich ja wieder ganz toll. So, du noch und dann geht's da drüben weiter. Jawohl, Leute, 107 geschafft, sehr schön. Dann bei euch Neues. Gibt's da was Neues? Ich glaube halt, es wäre schon sinnvoller, die da auch noch kaputt zu machen, weil ich glaube, die greifen mir jetzt gleich an, wenn ich das mache. Ach, probieren wir es mal. Mal schön die Augen nach hinten richten. Ah, interessanterweise lassen die uns ziemlich in Ruhe da hinten. Okay, sehr gut. Oh, da ist ja was Großes. Boah. Zum Glück haben wir da so ein bisschen aufgeräumt, ne? Wenn der mich da so hinterwirft, das ist schon gefährlich, weil man
Oh, und die Lava will ich auch nicht geworfen werden. Ah, genau, machen wir das so, stellen wir uns einfach so hin, dann können wir da nicht weit weg geworfen werden. Ah, aber ich freue mich jetzt auf ein paar neue Spiele, die jetzt dann demnächst kommen werden. Ich habe heute erst gelesen, Kingdoms Reborn wird jetzt Ende... Ah, nee, kommt glaube ich erst im Oktober. Also Ende Oktober kommt das raus. Das ist quasi so ein Anno, Siedler und Banished in einem. Im Wikinger-Setting, da freue ich mich schon. Das ist ein cooles Aufbaustrategiespiel, glaube ich. So, warum ist da ein Stern? Da kann es eigentlich egal sein. Gehen wir. Adios. So, im November kommt dann noch der Ego-Shooter 13 raus im Comic-Stil. Auf den freue ich mich auch schon ganz, ganz toll. Der wird, glaube ich, richtig geil. So, wir machen jetzt hier noch erst die Quest fertig und dann geben wir alles hier mal wieder so ein bisschen ab. Oh, da muss ich überlegen, ich habe noch ein paar Spiele jetzt gehabt, wieder, die ich im Kopf hatte, die ich mal wieder spielen wollte. Es gibt ja wirklich so viele Spiele und in letzter Zeit bin ich ja zu fast keinem Spiel mehr groß gekommen. Hydroneer müsste jetzt, glaube ich, auch, oder kam erst vor kurzem auch ein Update raus. Ich habe das letzte Update schon nicht so wirklich gespielt. Da freue ich mich auf jeden Fall auch schon drauf, wenn ich da mal wieder Zeit habe für. Also die zwei Wochen im November. Da muss ich echt viel zocken. Wobei ich es wahrscheinlich auch wieder nicht tun werde, weil ich dann erstmal wieder so mit anderen Dingen beschäftigt bin. So, was mit deinem Gürtel? Ah, ich bin nur eine weitere Kerbe auf seinem Gürtel. Du bist ja nett. So, wow, aber ihr seid hier schon. Ihr seid hier schon ein bisschen stark, ne? So. Weiß ja gar nicht, was ich hier unten eigentlich suche, aber... Euresgleichen ist hier nicht willkommen. Ah, dich könnte ich suchen, ne? Ascher Raben. Ruf. Nicht Huf, sondern Ruf. Aber ihr haltet schon einiges aus, muss ich echt zugeben. Und dabei habe ich die geilen Klauen von Ursaf. So, machen wir mal hier auf. Azeroth darf nicht fallen. So, die erste. Da mal rein. Wen haben wir hier? Die ah, Majef. Wüsste ich. Meine Rüstung und Gleben. Die Wächterinnen haben ihre... Ich danke euch. Nicht einsperren. So, dann war hier noch jemand eingesperrt. Jawohl, und zwar... Azeroth darf nicht Sirio Schwarzschwinger. Es brennt die Teufelsmacht! Ich kann sie nicht beherrschen! Ah! Oh. Oh Mann, du hast eigentlich einen coolen Namen gehabt. Ich muss es schon sagen. Und jetzt kommst du mir so ums Eck. Na gut. So, während ich da mal kämpfe, können wir mal nebenzu ganz kurz reingucken. Was wir hier so erwarten, ja schon mal 40.000, also 4 mal 4 sind schon wieder 160.000 Punkte, die wir hier auf jeden Fall mal machen. Die Dämonen kontrollieren die Rabenwehr. Ihr müsst sie stoppen. So, Majef hat da noch eine Quest für uns. Freut mich, Drago, danke. Was habt ihr zu berichten? Nice. Schau mal, da kriegen wir hier Artefakt-Dinger. Dafür auf muss ich aber. Wiedersehen. Dafür muss ich aber jemanden kaputt machen. So, ihr kommt ciao. Wegen mir, obwohl ich versucht habe, euch zu töten. Das spielt keine Rolle. Ich habe gehört, was im Verlies der Wächterinnen vorgefallen ist. Als wäre mein Haar nicht schon grau genug. Warum habt ihr Gul'dan allein verfolgt? Elon sei Dank, dass als wäre mein Haar nicht schon grau genug. Ah, okay, der ist gut. So, schau mal, du gehst doch viel schneller wieder kaputt. Freut mich. Aber ich muss da nach vorne, da liegt Cassiel Nachtdorn. Freiheit für die Illidari. Also wir befreien jetzt hier glaube ich ein paar Illidaris, die dann an unserer Seite kämpfen werden.
Bruder? Ja, kann schon sein. So. Warte mal, bevor wir jetzt da vorne kämpfen, ich muss doch noch mehr praktische Fähigkeiten haben. Das ist doch hier viel zu wenig. Dornranken ist passiv. Die wilde Attacke. Die hilft mir jetzt nichts. Typhoon? Ne, hilft mir jetzt hier auch nichts. Schade. Ich habe hier echt nicht so sinnvolle Fähigkeiten. Vielleicht muss ich doch irgendwie noch überlegen, mir auch noch ein Katzenkostüm zuzulegen. Also sprich, meine Wildheit zu verstärken. Genau für solche Missionen. Wo ich quasi als Tank halt lange brauche. Aber mit meiner jetzigen Ausrüstung und als Tank habe ich wenigstens noch Überlebenschancen. Ich bin jetzt hier bei 30.000 Leben. Das ist jetzt natürlich nichts, falls hier einer vom BFA zuschaut. Da werden wir nachher wieder mit 100.000 Leben arbeiten. Aber so, das sind wir durch. Wenn ich jetzt die Gestalt verlasse, dann habe ich nur noch 19.000. Das sind halt 20.000 Leben. Ne? Und wir haben ja vorher schon gesehen, wie das ab und zu relativ knapp wurde. So, jetzt halt du noch. Dieser Bastard befehligt die Wachen hier. Er muss für seine Verbrechen bezahlen. Ich habe sogar Freunde mitgebracht. Ihr habt euch schon immer überschätzt. Ein weiterer sinnloser Tod, wenn ihr drauf besteht. Ihr wagt es, einen Adligen der Kaldorei anzugreifen? Ihr werdet vergeblich um Gnade bitten. Ah, das muss ich auch mal neu lernen. Es gibt ja die Kaldorei, die Schaldorei. Also das werden wir... Vielleicht kommen wir da mal noch dazu. Es gibt ja hier noch das Gebiet Suramar. Und das ist ein richtig großes Gebiet auch von der Questreihe her. Und da kämpfst du dann irgendwann mit Kaldorei, Schaldorei und irgendwelchen anderen Blutelfengruppierungen zusammen. Oder Nachtelfengruppierungen? Ich weiß gar nicht. Das ist echt schwierig. Und wir sind keine Dämonen. Erkennt ihr mich nicht? Es ist zwecklos, Bruder. Wie die anderen Untoten sieht auch er nur, was er sehen soll. Na, was soll er denn sehen? Das tut schon weh und er braucht echt lang, bis der platt ist hier. Wir müssen echt schauen, dass wir mal bessere Sachen zusammenkriegen. Ich war hier schon in Dungeons unterwegs, aber die haben jetzt auch irgendwie nicht den erhofften Loot gebracht, also irgendwas Gutes. So, geschafft. Aber anstrengend. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder raus. Jetzt kann man, glaube ich, viele Erfahrungspunkte gut machen. Euch ignoriere ich jetzt mal. Das hat erstaunlich gut geklappt. So, jawohl, laufen. Oh Gott. Ich frage mich, wer auf die Idee kommt, sowas zu bauen, hey. Da läufst du dich ja zu Tode. Effizient ist das nicht. So, und dann nehmen wir doch hier auch geile Erfahrungspunkte mit, ne? 48.000. Wenn wir jetzt hier einfach noch so ein paar Dinger kaputt machen. Ah, wobei schon wenig sind, nur so 3% hier. Da kenne ich, glaube ich, effektiveres. So, hier, ihr zum Beispiel. Wenn ich euch fertig mache, schauen wir mal, wie viel wir da kriegen. Wenn es vernünftig ist, sagen wir so 5%, dann machen wir weiter. Auch nur 3%.
Ja, das ist aber echt nicht viel. Warum habe ich so viel bekommen, Mann? Weil ich die ganz, die Bosse da fertig gemacht habe, ne? Ja. Deswegen habe ich so viel bekommen. Na okay. So, egal. Wir geben ein bisschen was ab. Wir sind alles, was zwischen der Legion und unserer. Ich glaube, die Ascher Rabenhof, die können wir später mal als Champion haben. So, jetzt hier erstmal wieder ein bisschen was auswählen. Was brauche ich denn? Meine Wacht wird fort. Ja gut, ich glaube, es ist egal. Alles, was ich nehme, ist gut. Flammend und oder blutig. Was Flammend habt ihr oder zu blutig. Berichten? Ich weiß nicht, ich glaube früher vor BFA haben die Artefakte sogar noch andere Bedeutung gehabt. Die haben noch so special Eigenschaften mitgebracht. Wenn ich es noch richtig im Kopf habe. So, jetzt haben wir die Waffe hier mal ein bisschen verbessert von der Gegenstandsstufe her. Ah, was gibt's hier? Traumlaub. Ja, nehmen wir mal mit, dass wir das vielleicht auch ein bisschen sammeln können. Oder verbessern können. Und jetzt haben wir quasi die Geschichte von Vaishara abgeschlossen. Geben jetzt da mal so ein paar Quests ab. Und dann können wir uns eigentlich aussuchen, wo wir als nächstes hin wollen. Also wir sind da irgendwie an nichts so richtig gebunden. Wobei... Jetzt warte mal... Ich muss nach Dalaran, da muss ich auch noch was abgeben, kriege ich auch nochmal 30.000 Punkte und dann gehen wir nämlich hier, eine Sternschnuppe, da gehen wir hin, die violette Zitadelle. Ich glaube, da kommen wir dann mit der Story von Legion weiter. So, jetzt ist man hier, da kam ja schon die Truppe zurück, Sammlung der Traumweber. So. Wir werden die Wildnis schützen. Gleich mal die nächste Versammlung. Oh Mist, das geht nicht. Ah, das ist aber nicht gut genug ausgestattet dafür. Wir werden die Wildnis schützen. Dann machen wir das hier. Innerhalb von 2 Stunden kommen die dann wieder zurück. Ja, wobei, das werden wir wahrscheinlich... Ja doch, werden wir schon noch nutzen können. Ich glaube bis 109 oder sowas kann man die nutzen. Wie kann ich euch helfen? So, 1... 2 geht in der Weisheit des Szenarios. So, waren jetzt. Warte, Druidenkampagne. Ja, das waren wieder alle. Mehr kann ich hier erstmal nicht mehr machen. Versammlung der Traumweber. Er läuft noch. So, aber warte mal. Irgendwo muss ich doch jetzt hier Druiden der Klauen einstellen können. Brauchen wir nämlich noch ein paar. Ah, grüß dich, Malte. Alles klar? So, genau, schaut, da kommen wir jetzt wieder 2 einstellen. Sehr schön. Jetzt haben wir schon wieder die Hälfte zu 108 geschafft. Ist nicht ganz so viel, wie ich erwartet hatte oder erhofft hatte, aber immerhin etwas. So, und jetzt springen wir erstmal zurück nach Dalaran. Wir werden jetzt hier erstmal einen Haufen Zeug verkaufen, noch eine Quest abgeben und dann starten wir mal noch die Quest bei der violetten Festung. Warum ist da ein Hufeisensymbol? Muss ich da rein? Ja? Oh, die Stallmeisterin, warum ist denn die so hervorgehoben? Okay. Na, ist egal. Also wir verkaufen jetzt hier erstmal und machen einen Haufen Schotter. Wir sind jetzt gerade bei 41.000. Schauen wir mal, wo wir danach sind. Ja, wir werden jetzt hier nicht die Megasprünge machen. So, das können wir nicht verkaufen. Das ist Artefaktgegenstand. Müssen wir behalten. Ja, 42 schaffen wir auf jeden Fall, glaube ich. Das behalten wir lieber. So, Rezepte können wir aufheben. Kann man immer brauchen, spätestens wenn wir doch mal
Koch werden wollen. Ah, jawohl, schon mal. Wir haben fast, ja, ich würde fast sagen, 1.500 gemacht. Seid vorsichtig. Ja, ist vielleicht ein bisschen viel, aber. Doch gut, was denn Geld auf jeden Fall. Mögen euch die Winde leiten. Aha. Okay. Weiterkundentechnik, Traumlaub Rang 1. Lehrt euch, wie man Traumlaub effektiver sammelt. Mögen die Vorfahren euch schützen. Ah, okay, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber ist in Ordnung. Wir machen weiter. Ein bisschen haben wir noch. Circa eine halbe Stunde. Dann erstmal essen und dann heute endlich wieder. Ich weiß gar nicht, gestern hatte ich irgendwie das Gefühl, es muss schon mal was gegeben haben. Ist egal. Heute ran NFL Football auf Pro 7 Max. Ich werde es mir anschauen, freue ich mich schon sehr drauf. Einfach mal wieder knappe 3,5 Stunden einfach auf der Couch liegen und sich berieseln lassen. Ihr seid unsere letzte, unsere größte Hoffnung. Vom American Football. Ich mag das eigentlich ziemlich gern mittlerweile. Also das habe ich vor ein paar Jahren mal angefangen anzuschauen. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich tatsächlich so lange begeistern kann dafür. Da freue ich mich jetzt einfach schon. Ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen, jeden Sonntag zu gucken, aber manchmal, manche Sonntage versuche ich einfach, mir dafür zu reservieren. Bleibt wachsam. Wenn wir dieses Objekt aus dem Teufelssturm fallen gesehen haben, dann hat es die Legion auch. Oh, was mein Lieblingssport ist, TC11, das kann ich dir absolut nicht sagen. Tatsächlich, ich finde American Football richtig geil, es macht richtig viel Spaß zuzuschauen. Ich gehe aber auch gerne mal ins Fußballstadion, dort auch ein Spiel anschauen, finde ich auch eigentlich sehr, sehr cool. Eishockey ist eigentlich auch noch ein sehr schöner Sport, aber verfolge ich schon lange nicht mehr wirklich intensiv. Immer mal so am Rande. Also wollen wir mal davon ausgehen, für welchen Sport ich mich momentan am ehesten gerne informiere, dann dürfte es wahrscheinlich doch American Football sein. Und auf Platz 2 dann Fußball. Erstaunlich. Wie sieht's denn bei euch aus? Überall antike Ruinen der Hochgeborenen. Und dort, an der Küste, das sieht aus wie eine Siedlung der Vrykul. Faszinierend. Ah, was habe ich denn hier nochmal gemacht? Ich weiß es schon gar nicht mal. Ich habe das erst vor Wochen mal mit der Hexenmeisterin gemacht. Aber jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, was hier eigentlich passieren sollte. Dort ist er. Landet am Ufer und seht euch um. Aber ich glaube, lange dürfte das hier nicht dauern. Irgendwo in diesem trüben Wasser verbirgt sich unser mysteriöses Objekt. Zeit, euch nasse Füße zu holen. So, jetzt habe ich hier natürlich auch wieder so ein bisschen Vorteil mit meiner Reisegestalt. Finde ich eigentlich, sieht sehr cool aus. Schaut echt gut aus. So, ich bin natürlich nicht alleine. Es ist nicht hier. Diese Bestien müssen es in ihre Höhle gezerrt haben. Diese Bestien. Kann es sein, dass ich hier das Licht von Elune finde? Ich glaube, das war das Licht von Elune, was ich jetzt hier finden kann. Wisst ihr, was ich mir auch schon mal überlegt hatte? Einfach mal Madden NFL, also American Football, für den PC zu holen. Auf der Konsole habe ich es auch, PS4. Und dann einfach jeden Sonntag quasi so Ligabetrieb spielen. Der Riese hat es in der Hand. Es gibt nur eine Möglichkeit. Der Riese. Ja doch, das ist das Licht von Elune, was wir hier kriegen. Haben wir echt gedacht, so jeden Sonntag spielst du einfach ein Spiel und unter der Woche trainierst du einfach mal fleißig. Und das Spiel dann halt einfach streamen und euch zusammen einfach Spaß haben. Aber ich weiß nicht, auf dem PC stellt mir schwierig vor, muss ich mal noch ein bisschen gucken. Weil andererseits könnte ich natürlich auf Konsole, apropos Konsole.
welche Konsole interessiert euch denn jetzt am meisten? Wir haben jetzt die PS5 und die Xbox One X Series. Beide sollen ja jetzt demnächst rauskommen. Für beide gibt es auch schon Preise. Die PS5 kostet 500 Euro, wenn du ein Laufwerk haben möchtest. Ohne Laufwerk kostet nur 400 Euro. Und ich glaube, die Xbox waren 400 Euro oder 300 Euro. Wobei ich jetzt nicht weiß, was der Unterschied zwischen der 400 und der 300 Euro Version ist. Da habe ich mich jetzt doch zu wenig damit beschäftigt, weil ich bin überhaupt kein Xbox-Freund, Fan, wie auch immer. Also da bin ich komplett raus. Ich bin einfach der PlayStation-Typ. War ich schon immer. Aber ich denke, ich werde mir die PS5 auf jeden Fall holen. Ob jetzt gleich zum Release-Tag, das weiß ich noch nicht. Gut, da müsste man sich ja eh noch fragen, ob das überhaupt möglich ist, weil... Naja. Also vorbestellt konnte man das Ding, glaube ich, nur ein paar Minuten und dann war das schon wieder vorbei mit dem Vorbestellen. So, wo muss ich denn hin? Ah, jetzt muss ich wieder zurück in die Stadt, na gut. Na gut, dann gehen wir zurück in die Stadt, kein Problem. Na gut, dann fliege ich halt. Dann fliege ich halt hin. Der Ruhestein, der hat noch so seine 13 Minuten. So, und da möchte ich auch mal unbedingt rein. Das dürfte das Grabmal des Sageras sein. Glaube ich, der Endraid von Legion. War ich noch nie drin. Muss jetzt aber auch irgendwann mal machen. Mit der Dämonenjägerin. Oder vielleicht hat man mit dem Druiden irgendwann einmal. Surama hier auch sehr, sehr schönes Gebiet. Sehr, sehr lange. Vor allen Dingen auch kann man sich hier aufhalten. Das sieht man hier auch an der Geschichtsfortschritten. Wir haben hier 11 Kapitel und danach geht es noch viel, viel weiter. Also man kann hier sehr, sehr viel Zeit in Surama verbringen. Ich glaube auch, dass du das sogar machen musst. Du musst, glaube ich, den Ruf bei den Nachtsüchtigen 100% haben. Das ist so quasi die Gruppierung in Surama, mit der du dich hier anfreundest. Die Nachtsüchtigen, die hier verdorben sind von der Magie. Ne, dem Mana. Ich glaube, das Mana hat sie verdorben. Und ich glaube, du musst eben halt auch wirklich alles komplett durchspielen von den Nachtsüchtigen. Also über die Geschichtsquests hinaus, dass du die dann auch dann als Subrasse spielen kannst. Kann ich euch jetzt gerade nicht zeigen, wo das geht, weil dazu müssen wir nach Azeroth, also nach Battle for Azeroth, sprich nach... Eieiei. Hierhin. Nach, warte mal, jetzt hier nach Zandala, in unserem Fall nach Zandala. Und dort können wir dann eben das Ganze freischalten, die Hochbergtown, die Nachtsüchtigen und so eine Fuchsrasse, wo ich gerade nicht weiß, wie die heißt. Aber es macht aktuell keinen Sinn mehr, diese Fuchs-Superrasse zu farmen, denn mit Shadowlands kann man die über eine simple Questreihe freischalten. Also muss man da, also da sollte man jetzt keinen Aufwand mehr spendieren, die so freizuschalten, weil das eben, wie gesagt, dann in Shadowlands über eine ganz normale Quest funktionieren wird. Ja, okay, da habe ich mich austricksen lassen, also doch oben lang. Ja, und wir sind immer noch nicht bei Warframe. Ich kann keinen Doppelsprung machen. Wir sind auch kein Dämonenjäger. Der Dämonenjäger könnte hier auch einen wunderschönen Doppelsprung machen. Also das wäre zum Beispiel was, wo ich mir denke, das könnte man da auch für die anderen Rassen nachreichen. Es liegt viel vor uns. Diesen Doppelsprung. Ohne. Sicher erreicht hat. Der tausendjährige Krieg erreicht seinen Höhepunkt, doch der Albtraum ist lange nicht vorbei. Dieses Gefäß stellt unser ultimatives Opfer dar. Es muss den Propheten erreichen. Er ist der Schlüssel. Keiner von uns hat um diese Bürde gebeten,
Doch so hat das Schicksal entschieden. Besteht und ihr gebt dem Licht eine Zukunft. Scheitert und alle Welten werden brennen. Wir werden nicht scheitern. Turanion. Ja, das war jetzt doch ein bisschen dramatisch, würde ich jetzt sagen, lieber Khadgar. Aber ich kann dir versprechen, wir werden nicht scheitern. Oh, ich mag einfach diese Cinematic-Videos, die mag ich so unheimlich gerne. Darum habe ich mich so gefreut von Shadowlands, dass es da wieder ein paar gegeben hat. Lebt wohl. Wir werden uns wiedersehen. Oh, jetzt gehen wir zu Exoda zurück. Ah, ja. Okay, jetzt bin ich langsam wieder mit dabei. Jetzt weiß ich, wo wir hier sind. Sind jetzt nämlich hier drüben, die Exoda, das ist quasi die Hauptstadt der Draenis, der Allianz, und da gehen wir jetzt nämlich rein. Die Halle des Lichts wird unsere letzte Verteidigungslinie. Schafft ihr es dorthin, findet ihr Zuflucht. Oh Leute, ich sehe jetzt gerade, 108 wäre sogar möglich heute. Wir sind hier sehr weit vorwärts gekommen jetzt doch tatsächlich. Geschrieben im Blut eures Volkes. Euer Urteil wird kommen. Der Tod eines Feiglings für diesen verräterischen Draenei verstümmelt ihre Leichen, auf dass die Lebenden sehen, was sie erwartet. Ja, ne, habt ihr jetzt gerade mitbekommen. Sorry, dass ich da ein bisschen reingeplappert habe bei denen. Das ist nicht so mitgekriegt, dass die sich da jetzt gerade so ein bisschen unterhalten haben. Also, Hofgeneral Rakish im Auftrag von Kjaden unterwegs. Oder Kjaden. Ja, kann man aussprechen, wie man möchte. Auf jeden Fall der Endboss, glaube ich, vom Grabmal des Sagas. Aber das kann man sogar nachvollziehen. Zwar gab mal des Sageras, ja hier unten, Kill jeden, den müssen wir besiegen. Ach, das ist quasi der Mega Big Boss von Legion. So, jetzt habe ich natürlich wieder jemanden dazwischen geplappert, oder er hat mir dazwischen geplappert, kann man sehen, wie man möchte. Pimper, der Name Rakish bedeutet Schlechter auf Eridun, oder Eridun. Dürfte wahrscheinlich die Sprache der Draenei sein. So ganz naiv mal behauptet. Ja, und wir sehen hier auf der Exoda oder in der Exoda, der Hauptstadt der Draenei, die Legion ist eingefallen hier mit sämtlichen Portalen schon. Dann haben wir hier mal schön Teufelswachen, die hier rumrennen. Also ich würde sagen, das ist durchaus eine ernstzunehmende Bedrohung. Aber da vorne haben wir den Propheten Velen, der hier so eine Schutzbarriere errichtet hat. Und ihr seht schon, ne? Da geht alles kaputt. Außer wie gesagt, oh ja, oh, schau mal, das haben wir noch gar nicht gesehen. Das zerfällt sogar zu Staub. Das ist ja cool, das ist mir noch nie aufgefallen. Nicht alle, die umher. Euch hat das Schicksal gesandt, Champion. Kein Zweifel. Ich spüre. Eure Mission ist von großer Dringlichkeit. Doch wenn wir diese Invasoren nicht zurückdrängen, werden wir alle fallen. Die Barriere, die mein Volk beschützt, fordert all meine Energie und Konzentration. Ich fürchte, ihr müsst die dämonenverseuchten Hallen allein betreten. Bitte sucht nach Überlebenden und zerstört die Invasionsportale der Legion in der Exodar. Die Zeit drängt. Ich weiß nicht, wie lange ich die Barriere aufrechterhalten kann. Diener, zerschmettert die Barriere mit euren bloßen Körpern. Sie wird schon bald zusammenbrechen und mit ihr die Hoffnung der Draenei. Euer Wille geschehe, Meister.
Ah, das ist jetzt aber nicht sehr nett von dir. Oh, schauen wir mal. Ah, es war jetzt klar, dass ich das hier nicht geschafft habe. Ja, da hatte ich mit der Hexenmeisterin auch so ein bisschen meine Probleme tatsächlich. Weil die doch recht stark waren. So, warte mal, Stall wechseln hier. Weil da immer so viele kamen. Aber wenn wir jetzt hier dann gleich so ein Portal wirklich zerstört haben, dann kriegen wir hier ein bisschen mehr Unterstützung zur Seite gestellt. Das ist jetzt so ein bisschen schauen. Wir haben noch 17 Minuten. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Ihr habt das gerade gesehen durch das Portal. Kam jetzt die Teufelswache raus. Wir zerstören jetzt aber das Portal und damit sollte dann der Raum hier safe werden. Ah, genau, schon mal, da kommen sie auch schon. Und die werden uns jetzt hier immer schön zur Seite stehen. Zumindest, dass da jetzt dann bald nicht mehr durchkommen. Parallel arbeiten wir übrigens an so einem schönen Bonusziel, was uns auch wieder Erfahrungspunkte gibt. 48.000 in Summe. Also wir könnten durchaus die 108 schaffen. So. Ja, komm. Also das machen wir auf jeden Fall noch fertig. Zur Not muss ich halt ein bisschen später einsteigen bei RAN NFL. Ist zwar ein bisschen schade, aber ich kann jetzt hier auch nicht einfach so mittendrin aufhören. Das wollen wir schon ein bisschen abschließen. Ja, zum Glück hat der uns jetzt ignoriert hier. Alles klar, Drago. Danke dir fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich. Einen schönen Sonntag dir noch. Okay. Lief doch hier schon mal gar nicht mal so schlecht. Ah, 16% erst. Dann können wir hier noch einiges fighten. So, jetzt laufen wir mal in die Richtung, weil wenn ich mich noch... Jawohl, dachte ich mir noch, da ist nämlich auch noch eine Quest hinten, die wir machen können. Wir haben uns in den eingestürzten Schacht im nördlichen Teil der Kristallhalle zurückgezogen. Wir halten den Dämonenansturm im Schach, aber unsere Verteidigung bricht zusammen. Nein, hier bricht nichts zusammen. So, hier müssen wir dann auch noch die ein oder anderen Exoder-Bürger retten. Ich würde einmal gern erleben, wie man auch mal bei der Horde was rettet. Nur mal so, um auf die alte Diskussion nochmal zurückzukommen, ne? So, hier dürften wir doch jetzt dann hoffentlich Verstärkung kriegen. Das sieht noch nicht so aus. Da müssen wir, glaube ich, ein paar mehr Portale kaputt machen. Wenn wir hier Verstärkung kriegen. Aber in erster Linie möchte ich ja da hinten an den Questgeber ran. So, jetzt mogeln wir uns mal ganz kurz durch. So. Komisch, bis jetzt habe ich hier noch keine Unterstützungstruppen gesehen. Welcher Tor stellt sich den endlosen Armeen von Sargeras? Schwester! Ich nicht, ich war's nicht. Unschuldig, unschuldig. Ja, schau mal, da in der nächsten Halle gäbe es auch ein bisschen was zu tun. Hey, hör auf damit. Hey, ist ja fies, du schwebst ja hier durch die Gegend. Ist ja gemein. So. Jetzt, schau mal, wir haben doch Unterstützung bekommen. Sehr schön, dann mach ich doch da gleich mal mit. Und ich habe mich schon gefragt, wo die bleiben.
Sehr cool. Jetzt da oben noch. Ich glaube, dann haben wir nämlich die Halle fertig und dann können wir da hinten auch die eine Quest abholen. Und wir müssen ja noch ein paar so Exodar-Bürger retten. Ah, noch ganz schön viele. Sogar. So, habt ihr Probleme? Ah, ich bin fast zur Ausgang. So. Wen haben wir denn da hinten? Wer bist denn du? Scharfseher Nubondu. Kommt näher und sprecht. Oh, jetzt soll ich dich verteidigen? Ja, mach mal. Kein Problem. Sagt mir, wenn ihr bereit seid. Ja, ja, ich bin bereit. Leg los. Gebt nicht auf. Bringt mir den Kopf dieses trotzigen Kümmer. Das ist ja mal ganz praktisch. Oh, ich wollte gerade sagen, hä, wo kommen die denn jetzt alle her? Aber das sind alles NPCs. Nur keine echten Spieler, wollte ich gerade sagen. Und das hilft hier natürlich enorm bei unserem Bonusziel. So, was ist schon wieder? Ah, da vorne gibt es auch noch ein paar. Was müssen wir denn eigentlich machen? Wie lange soll das jetzt hier so gehen mit euch? Ah, da steht ja hier. 70% des ersten Angriffs ist zurückgeschlagen. Natürlich sehr geil, weil da kommen so viele, die helfen uns hier richtig bei unserem Bonusziel. So, der zweite Angriff jetzt etwas stärker. So. Hier sind wir fertig. Gehen wir mal zur anderen Seite. Ah, ihr seid auch fertig. Okay. Oh, Gott sei Dank. Da ist einer aber weit durchgekommen. Ja, was erschreckst du denn da immer noch? Ja, ich glaube, Katzengestalt muss ich mir auch wieder anschauen. So, ich weiß nicht, was passiert. Ah, Bonusziel, deswegen. Bonusziel geschafft. 100.000 Erfahrungspunkte gerade dazugekommen. Also wir werden jetzt hier gleich auf jeden Fall noch 108 erreichen. Bin ich sehr sicher. Wenn wir das hier mal fertig haben. Das ist jetzt natürlich irgendwie ein kleiner Zeitfresser. Oh, der dritte Angriff. Geht noch weiter. Ja, schon peinlich eigentlich, wenn du dich von so wenigen Leuten aufhalten lässt, ne? Aber die Runde geht schneller, Freddy. Wir sind jetzt schon wieder bei 50%, 62%. Was mit jedem Gegner, den wir hier platt machen? 75,
Ah, das geht jetzt hier aber schnell. Sehr gut. Jetzt kommst du natürlich mit dem Größten, was du so zu bieten hast, ne? Da hast du recht, will ich auch machen. Geschafft, jetzt Hermann mit den Erfahrungspunkten. Oh, jawohl, 108, wir haben 108 zur Auswahl geschafft gerade. Erinnert euch. Geschafft. Nur durch die Hilfe dieser Helden konnten wir diesen Tag überstehen. Schnell, Bruder, sehr cool, Leute. Zur Halle des Lichts. Der Prophet braucht uns. Der Prophet. Jo, die Halle haben wir geschafft. Die habe ich gerade gerettet. Gibt es gerade noch einige Exodar-Bürger, die ich hier kurz mal retten kann. Sogar hier kleine Kinder müssen wir natürlich auch retten. Versteht sich ja von selbst. Ach, schau mal, die sind sogar richtig gut aufgestellt hier mittlerweile. So, ich brauche immer noch ein Teufelsportal und 4 Exodar-Bürger. Ah, die finde ich, glaube ich, in der Händlertreppe oder bei der Händlertreppe, also sprich hier drüben im letzten Raum. Nee, aber cool, haben wir heute wieder 3 Level geschafft. Das heißt, in der nächsten Session werden wir die 110 auf jeden Fall schaffen. Bloß haben wir jetzt gerade selbst ein bisschen erstaunt, dass ich so weit durchgekommen bin. Ohne dass sich der andere groß für mich interessiert hat. So, wir sind noch nicht fertig. Da haben wir jetzt noch ein schönes Portal zu zerstören. Und den letzten Bürger sehe ich doch da vorne auch schon. Die meisten Teufelsportale zerstört. Das macht es weitaus schwerer für Rakish, Verstärkung zu rufen. Konzentriert euch jetzt auf die Suche nach dem Schiff. So. Lass mich doch da das Kind mal retten hier. Gut, gerettet. Der Champion hat den Übergriff abgewehrt. Nun wird es Zeit, mit den Auserwählten die restliche dämonische Verderbnis in unseren Hallen auszurotten und die Exodar wieder für unser Volk zu sichern. Wie ihr wünscht, Prophet. Upsi. Ah, das wollte ich jetzt nicht so. Oh, schaut da, meine Freunde warten schon auf euch. So, 8 Erfahrungspunkte. Das ist mal Hammer. So, meine. Hätte ich es mal überstehen lassen. Nur einen Moment. Rakish ist noch hier. Irgendwo. Er muss gestoppt werden, wenn mein Volk wieder Frieden finden soll. Ich weiß, ihr seid weit gereist, um mich zu finden. Und bringt bittere Kunde mit. In eurem Besitz befindet sich ein Gegenstand von großer Wichtigkeit. Kann ich ihn sehen? Ja, nimm nur. Viel Spaß damit. Unserer Sache anschließen? Ah, schau. Cool, ne? Mutter des Lichts, es tut mir leid. Ich wusste nicht. Champion, wir müssen aufbrechen. Jetzt! Erklärungen folgen auf dem Weg. Sagt mir, wenn ihr bereit seid. Aber bitte, beeilt euch. Ich bin bereit, auf geht's. Was ihr mir da gebracht habt. Moin, Arvid, grüß dich. Herz des Lichts. Es ist der Kern aller Empfindung des höchsten Naru, Xera. Ah, den Naru. Sicher eingeschlossen in diesem Kern liegt Weisheit.
Wissen. Unschätzbar in unserem Kampf gegen die Legion. Und doch, nur ein Abkömmling von Xera ist fähig, den Kern zu öffnen. Darum wurdet ihr geschickt, Champion. Das ist der wahre Grund für die Invasion der Exodar durch die brennende Legion. Der letzte aus Xeras Linie, Oros, weilt ungeschützt im Herzen der Exodar. Zerstören sie Oros, sind die Informationen im Herzen des Lichts für immer verloren. Für einen Propheten sind eure Vorhersagen recht armselig. Beim Licht, verflucht sei er! Wenn man darauf einschlägt, ertönt Ich führe uns zum Herzstück dieses Gefährts. Bleibt in meiner Schutzbarriere, während ich den Pfad vom Makel der Dämonen befreie. Schon geil, so das würde ich auch gerne mal können. Wenn wir hier so die Treppe runter sliden. Und auch hier wieder, warum baut man so lange Abwärtstreppen? Warum nicht einfach einen Aufzug? Hätte es auch getan. Wir haben es rechtzeitig geschafft. Bei der glorreichen Gnade des Lichts. Ich werde Oros heilen. Dann wenden wir uns Rakish zu. Ihr habt verspielt, Rakish. Oros ist erneuert. Und jetzt werdet ihr euch für eure Gräueltaten verantworten. Ach, die unseligen Helden sind hier. Es scheint, ihr habt mich geschlagen, Velen. Doch bevor ich kapituliere und mich dem Urteil des Lichts überantworte, muss ich noch eine letzte Sache erledigen. Kann man wahrhaft siegen, ohne je besiegt worden zu sein? Kommt, stürzt, sterbt! Ah, das ist ja mal wieder wunderbar. Na gut. Kommt ihr mit oder muss ich das alleine machen? Ah, ich glaube, ich muss es alleine machen. Ich bin hier, um euch euren Platz in den Ruinen von Morden zu sichern. Ein bisschen mehr Power wäre gar nicht mal so schlecht bei euch hier. Velen, schau mal, du hast so ein cooles Ding hier, das Licht von Elune. Oder das Herz des Lichtes, ich weiß schon gar nicht mal. Das Herz des Lichtes. Dann dauert das trotzdem so lang. So, 18 Uhr, Leute. Zeit drängt. Sobald wir hier fertig sind, werde ich auch reingehen müssen. Aber wir haben heute, wie gesagt, schon einiges geschafft. Ich freue mich schon auf die nächste Session. Noch zwei Level müssen wir machen. Ah, bisher noch gar nicht fertig. Entschuldigung. Ich dachte, wir wären schon fertig hier. Ich war hier schon einmal. Das würde heißen. Das kann nicht sein. Helden!
Wir dürfen Rakish nicht töten! Haltet ein! Bevor ich in das Nichts eingehe, ich heiße es willkommen. Ihr habt mich gefragt, wenn ihr ihn nicht verschont, muss ich euch aufhalten! Ich habe es gesehen. Doch bis zu diesem Moment habe ich es nicht verstanden. Zu einer Zeit, die jetzt nur noch der Hauch einer Erinnerung ist, hatte ich einen Sohn. Am Tag seiner Geburt hatte ich eine Vision. In dieser Vision hielt ich weinend einen sterbenden Eredar in meinen Armen. Sein Körper war von Wunden und Teufelsmagie entstellt. So wie ihr nun. Doch ich begrub diese Vision in den Tiefen meines Herzens, nachdem Kil'jaeden mir meine Familie nahm. Für Äonen blieb sie dort verschlossen. Endlich verstehe ich es. Jetzt, wo ich euch in meinen Armen halte. Hier gibt es nichts mehr für euch. Nehmt das Herz des Lichts und kehrt zu Khadgar zurück. Sagt ihm, das Licht ist hier und heute erloschen. Lebt wohl. Ja, nicht wohl nicht ganz so gut, ja? Hätten wir ihn vielleicht auch im Leben lassen sollen. Aber gut, hätten wir ihn im Leben gelassen, hätte Velen es wahrscheinlich nie verstanden. So, dann lasst mich doch rasch noch diese wunderschöne Quest hier abgeben. Können wir sogar nochmal was ganz Tolles. Und das hier mal. Ihr geht voran. Und nun müssen wir das Herz des Lichtes in unserer Ordenshalle platzieren. Und das ist ja wohl eine der leichtesten Übungen. Warte mal, bevor ich jetzt dahin fliege, ich kann mich doch auch easy teleportieren. Aber da was. Probieren wir das doch mal. Die Traumwanderung. Ja, Tatsache, das sind wir auch schon. Und ich muss. Boah, wo muss ich denn lang? Da muss ich lang. Hier, genau. Da müssen wir lang. Dann geben wir jetzt hier noch rasch das Herz des Lichtes ab. Und das müssen wir später auch wieder mitnehmen. Auf ein anderes Schiff. Die Vindica. So war das irgendwie. So, was habe ich hier? Haben wir noch das? Das kann ich nicht machen. Das muss ich, da muss ich nachher nochmal reinschauen. Jetzt geben wir noch ganz, ganz kurz hier das Herz des Lichtes ab. Können wir nochmal ein paar weniger Erfahrungspunkte. Haben somit einen Erfolg geschafft. Und zwar, gut, das habe ich schon mal gemacht, ne, weil ich ja schon mit anderen Kriegern schon durch war, mit anderen Charaktern. Dann können wir nämlich hier alle vier Farbvarianten für eure ursprüngliche Artefaktvorlage freischalten. Jo, gut, also von meiner Seite aus war es das für heute. Wir sind drei wunderschöne, ja, ich würde sogar fast sagen, dreieinhalb schöne Level vorwärts gekommen. Haben ordentlich was geschafft. Dort gibt es auch schon die nächste Quest, die wir jetzt hier gleich noch mitnehmen können. Und dann würde ich mich einfach freuen, wenn wir uns in der nächsten Session wiedersehen. Auf dem Weg zu Shadowlands. Ein bisschen was haben wir noch vor uns. Ich freue mich schon. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Da würde ich mich auch sehr darüber freuen. Und ja, dann wünsche ich euch jetzt einfach nur noch einen schönen Sonntagabend. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Ciao.